So, hey und willkommen hier zum Livestream Let's Play Gameplay Kass und Sims erstellen. Nee, das ist Kass. Und bauen live heute mit paranormale Phänomene. Ich bin Daniel von SimFans.de und SimFans.de ist Teil des EA Game Changers Programms. Deswegen kann ich das euch heute schon zeigen, da ich einen Gamecode bekommen habe von EA zu die Sims 4 paranormale Phänomene. Es gab ja schon einen Vorstellungsstream. Vielen lieben Dank an EA und heute geht's weiter damit und mit dabei ist heute auch die Jo. Hallo, hallo. Ohne Ohne Facecam, Facecam. bevor jemand fragt. Warum? Ja, heute keine Lust gehabt. Heute keine Facecam. Keine Lust. Ja, manchmal ist man einfach Nee. durch, ne? Ja, Aber manchmal muss nicht immer sein. schön, dass du dabei bist heute. Ja, die liebe Jo, Ja. Moderatorin auf dem SimFans Discord-Server. Ja. Und der Chris ist im Chat, sehe ich gerade Genau, schon. und Niki, jetzt Unique, hat sich noch angemeldet für später eventuell. Genau, dann gucken wir mal Ja. rein. Der Starten wir Chris passt direkt auf, dass ihr alle lieb bleibt. mit dem Spiel. Ja, die Sims 4 paranormale Phänomene erscheint morgen. Das mit dem Game Changer musste ich gerade sagen, das muss ich übrigens nicht sagen. Nicht, dass ihr denkt, hier irgendwie, wir bekommen auch kein Geld dafür, schön wär's. Dass die Sims 4 paranormale Phänomene Accessoires Pack erscheint morgen am Dienstag gegen 19 Uhr deutscher Zeit, ist zumindest die Vermutung, sowas bisher immer. Und heute können wir uns das heute schon angucken, ja? Heute können wir uns das heute schon angucken. Ich bin auch durch den Wind heute, ja. Oh je, das wird wieder witzig. Ich freue mich vor allem ganz arg auf Rudi. Ha, da ist er. Da ist er. Oh, das ist echt so Rudy einer Root. von meinen absoluten Lieblings-Sims. Schreibt mal hier im Chat, wer kennt ihn noch? Rudy Root hier. Rudi Bekannt für alle, die Root. es nicht wissen, aus dem Obdachlos-Let's Play, eins meiner ersten, wenn nicht sogar das erste Let's Play eigentlich hier im Channel. Gab es ein paar Folgen mit ihm und dann auch Rudy der Vampir. Die Vampire Features haben wir uns angeguckt mit Rudy damals. Ja, ne? Ja, und ich Genau. bin immer noch sauer, dass du ihn da hast sterben lassen. Wir starten heute in eine neue Let's Play-Staffel. Wir leben damit in einem Paralleluniversum. Die Glees und so sind da auch vorhanden, aber die sind nicht zu dem aktuellen Stand und so. Das ist so eine separate, wie gesagt, Paralleluniversum, anderer Spielstand. Und wir machen das, habe ich mir gedacht, weil das neue Pack halt echt coole Inhalte bringt, die wir natürlich uns auch angucken. Natürlich nicht so viel wie ein großes Pack. Aber ich dachte, komm, wir machen das mit einer coolen WG, mit Rudy. Mit dem Sensenmann. Sensenmann. Und mit Bonehilda. Ja, die ist Teil des Paranormale Phänomene Packs. Ich kann man herbeirufen. Ich habe die mit einem Cheat als zur Familie hinzugefügt, als Sim. Jetzt kann ich die quasi steuern. Und wir machen jetzt ein bisschen Kass. Und zwar sind die drei schon fertig. Aber ich habe mir gedacht, wir gucken uns noch das auch an, wie das ist mit den Kindern. Weil die können da durchaus einiges machen. Die können zum Beispiel auch die Mediumfähigkeit machen. Ja, die meisten kennen ihn schon, ne? Rudi ist der Beste hier. Manche wünschen sich sogar schon ein Emoji mit ihm. Wir machen noch ein Kind Ja, dazu. manche. Ich will eins und ich kenne auch noch jemand anderen, der Ja. eins möchte. Wir machen noch ein Kind Jule, bist du dazu. da? Ja, wir machen ein Kind und Hello, Katze, meintest du, Fever ne? Rust. Genau, eine Katze Pardon noch. me? Ja, Ja. wir machen noch ein creepy Kind hier dazu. Mit einer neuen Frisur, vielleicht auch direkt aus dem Pack. Mal Ja. gucken, ob das passt. Ich weiß es noch nicht. Und noch eine Katze. Und zwar hat sich das rauskristallisiert, weil ich baue ja momentan die paranormale Villa. Und da ist es ja auch so, dass es dann Zimmer gibt für die Sims, die ich da einplane. Und da habe ich auch ein Kind eingeplant. Und dank euren Kommentaren jetzt auch eine Katze. Ja, also die wird auf jeden Fall Bleichgesicht. Kühl. Fleischgerüst. Kühl und hell, würde ich Oh, sagen. das ist aber sehr bleich, du. Ja, du, das ist hier etwas gruselig, aber trotzdem Fokus paranormal. Also ein bisschen bunter und ein bisschen krasser und crazy und ja, vielleicht sowas direkt hier aus Gaumenfreuden hier. Welche Steht Frisur sogar nehmen für wir dich. denn? Sollen wir eine von diesen Frisuren nehmen? Ich fand die erste gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, die sieht so ein Vielleicht bisschen die verratzt aus, ne? Miley Cyrus Frisur hieß es doch immer, haben doch ein paar gesagt beim Miley Stream. Cyrus. Wie Ja, ich habe findet es ihr die? gegoogelt, weil ich nicht wusste, was die damit meinten, aber die hat wirklich so eine Frisur. Die machen die Augen aber so ein bisschen strenger, oder? So ein bisschen. So ein bisschen, naja. Bisschen böse. Nur ein bisschen. Nicht so, sondern so, genau. Ich wollte gerade sagen, da musst du sie hinten ein Stück anheben. Genau. Ich dachte, ich kann vorne noch weiter runter.
Bisschen runter eigentlich, dann ist es noch strenger. So. Oh, jetzt guckt sie aber richtig böse. Ja, so ein bisschen ist schon böse. Rote Augen, oder, würde ich sagen? So ein creepy Halloween-Kind, ey Gott. Gerade noch alle im Chat, die langen Haare und das Kind sieht cool aus und jetzt alle. wir gucken mal in die Outfits rein. Was haben wir denn für die Kinder bekommen? Ich glaube, waren nicht so viele im Kasten, ne, in diesem Pack. Da muss man auch dazu sagen. Nee, da war nur eins. Ja, aber vielleicht passt das ja. Ist ein bisschen lieblich eigentlich. Ich hätte die gern so ein bisschen rosa. Rosa-schwarz wäre mein Favorit. Also nicht rosa-lieblich, sondern so ein bisschen rosa-schwarz. Lieblich, wie bei einem guten Wein. Ja, aber rosa ist ja auch so ein bisschen eine liebliche Farbe, oder? Ja, aber ich finde dann passen, genau, weil ich würde sagen, dann passen die roten Augen nicht so, wenn du rosa Klamotten nimmst. Wobei, das beißt sich rot und rosa, dann könnte man eigentlich ja das mit Absicht machen. Könnte man. Ich glaube, Oberteile waren auch nichts Neues, aber. Nee, es war nur dieses eine Teil. Ja, das ist blöd. Sollen wir das nehmen wegen dem Pack oder sollen wir was anderes nehmen? Ich möchte auf jeden Fall schwarze Stiefel mit dir, Mädchen. Was meint denn der Chat? Speedshare meint gerade, hat Rudi zum Schluss nicht sogar eine Tochter? Ja, mit Lilith, glaube ich, ne? Gott, das ist lange her, dass ich das geguckt habe. Paralleluniversum. Ja. Rudi ist auch nicht mehr tot. Ich komme schon mit Namen. Ist mir sagt gerade Wednesday. War Wednesday nicht die von der Addams Family? Oder bin ich jetzt völlig falsch? Oder wir nennen die wirklich Miley. Oder wir nennen die wie die Puppe im Spiel. Wie hieß die? Dahlia oder Dahlia oder so? Dahlia. Ja. Dahlia. Das wäre ja auch was. Dahlia ist eigentlich auch ein cooler Name. Ich wollte mal Farben filtern eigentlich hier. Rot, nee, nicht Rot. Pink Chris sagt gerade lila Augen. Hahaha. Ich hatte mal tatsächlich an Halloween auch Kontaktlinsen, farbige Kontaktlinsen mit Lila drin. Das sieht voll creepy aus, finde ich. Panda wäre auch noch was, ja. Annabelle sagen jetzt auch viele, ja. Annabelle, ja, das ist auch so ein Puppenname. Ja, ich finde eher sogar was Dunkles würde besser passen. Wenn du so helle Haut hast, dann kannst du eigentlich nicht was Helles anziehen, ja? Gibt es denn diesen Häschenpulli, nee, den daneben eben mit den Bömmeln, den du in Rosa hattest, gibt es den in Schwarz? Gibt es in Schwarz, tatsächlich. Das finde ich auch nicht schlecht. Als Alter ist niedlich, ein bisschen. Ja, der ist mit niedlich, dem Hase. Ich hätte eher gesagt, so ein Kleid mit Stiefeln. Weißt du, wie ich meine? So ein bisschen was Freches, aber trotzdem irgendwie. Oder vielleicht so ein bisschen Vampire-Style. Das ist so wie das, nur ein bisschen gruseliger. Oder was mit so Rüschen, so wie diese Schleife unten. Ne? Das gefällt mir auch voll gut. Gibt's halt immer alles nicht in Schwarz. Ja, das ist die Frage, ne? Oder sowas, das hat auch was. Das ist auch, aber gut, das ist ein bisschen mehr Zombie, ne? Aber das geht auch. Zombie wegen den Flicken, oder? Ja. Ja, das ist so ein bisschen zugeknöpft da, aber das ist auch wegen der Hautfarbe schwierig. Sowas wäre cool, aus Schneeparadies, ne? So ein bisschen mit der Jacke auch. Das würde auch sehr gut gehen, ja, in Rot und Schwarz, finde ich. What-Cut-Design schreibt gerade, Paralleluniversum, mit Raum und Zeit sollte man nicht spielen. Ja, wir spielen hier in Sims, da geht alles, was wir wollen, fast alles. Okay. Fällt mir immer Doctor Who ein mit seinem Wibbly-Wobbly-Messed-Up-Timeline. Oder wir nehmen das passt auch zu Bornhilda. Oder guck mal, das ist doch mal gut. Oder der Onesie mit dem Skelett drauf. Aber das ist rosa und schwarz, so wie ich es mir vorstelle. Und es hat so Rüschen-Dingen, so ein bisschen Schleifchen. Und es passt zur Augenfarbe. Ja, komm, dann nehmen wir doch das. Kriegt die noch eine Strumpfhose, was sagt ihr? Können wir gucken, wie es aussieht, einfach. Eine da würde ich aber eine einfarbige nehmen, also nichts mit einem Muster drauf, das wird dann too much, glaube ich. Strumpfe in Schwarz, oder? So eine schwarze. Ja, in Schwarz. Schwarze Strumpfehose. Ja, so Handschuhe wären auch geil, aber Kinder haben da nur diese Schneehandschuhe, ne? Ja. Leider, ja. Das so sieht komisch aus. So längere Strumpfhandschuhe. Weißt du, was ich meine? So, das wäre cool. Ja, machen wir noch irgendwas ins Gesicht? Also Accessoires. Gut, jetzt hat sie eigentlich diese Ohren da frei. Da könnte man die Stecker noch reinmachen, ne? Das sieht man so ein bisschen da. Ja, niedlich. Die längeren, die. Nee. Die sind immer so klobig, finde ich. Also, ja. Ich finde so diese großen Dinger immer so bam. Die hängen da auch voll durch die Haare rein. Da. Eine Brille machen wir nicht, oder? Nee, würde ich nicht. Brille, die Ketten sind auch eher süß, sieht man eh nicht bei dem Outfit. Machen wir das doch mal so. Ich finde sie gut. Würde ich sagen. Jetzt haben wir nur das Namensproblem. Also, ich habe schon ganz viele Namen gelesen. Einige meinten auch Carrie.
habe ich schon gelesen. Guck mal, das sieht auch cool aus mit der Brille. Carrie. Carrie. Ja. Willst Oder du alle Outfits machen oder nur das Alltagsoutfit? erstmal nur das, weil wir wollen heute so ein bisschen alles so ein bisschen machen. Also wir machen heute ein bisschen Kass, wir machen heute ein bisschen Einzug und Gameplay und dann machen wir ein bisschen Bauen, damit, dachte ich, ne, einen Tag vor Release ist es ganz cool, nochmal das Pack so zu zeigen in allen Disziplinen. Ich bin schon ganz So ein aufgeregt. bisschen. Morgen 19 Uhr ist. Namensvorschläge, ich bitte euch. Findet ihr Dalia oder Dahlia nicht gut? Dahlia, wenn dann. Dalia ist cool, schreibt jemand. Carrie ist zu sehr Star Wars. Nein, Carrie bezieht sich auf ein Buch. Dahlia ist der Name der creepy Puppe, die in dem Pack auftaucht. Deswegen dachte ich, fand das ganz gut. Dalia Ansonsten, ne, auch so eine bezieht. Annabelle, das wäre natürlich auch was. Aber ich glaube, die Carrie, die gemeint war, ist nicht die aus Star Wars. Oder die aus Dings Die hier, Sex in the Coraline? City. Coraline würde auch gehen. Annabelle. Jacqueline, danke dir, ein Teufelchen, Kaugummi-Tier. Und Jels, vielen lieben Dank für den Superchat. Guten Abend. Hast du einen Hallo. Namen für uns, Oh, Jacqueline? Dann darfst wir du hatten bestimmen. übrigens, ich habe es vorhin, oh, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, vorhin, wir hatten schon ein neues Kanalmitglied, ne? Echt? Habe ich Und, gar nicht gesehen. Wo? Wie? ja, Was? sogar höchste Stufe. Ah, Angie 4 um 7 Uhr, also um 19 Uhr. Danke dir, wenn du noch da bist. Das war ja schon halbe Stunde vor Streamstart. Asche auf mein Haupt, ich habe es vergessen Vielen zu Dank sagen, dir. bevor der Stream anfing. Annabelle finde ich gut. Carrie. Ja, Farina, ich habe es mit Absicht nicht gesagt, weil es ja nicht unfair ist. Ja, da Aber bist du noch dabei, Angie. darauf. Ophelia, Amelia, Serena. Ja. So, wir haben Jacqueline. Nochmal einen hier. Hättest du nicht machen müssen. Okay, Also ich glaube. dann machen wir Dahlia. Aber ich würde es mit H schreiben, weil die im Spiel schreibt sie auch mit H. Ja, mit H. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, sie streiten sich gerade zwischen Dahlia und Carrie. Ja, dann passt's ja. Ja, so, ist auch eine Annabelle hier, ne? Aber Dahlia Annabelle ist ein bisschen blöd als Nachname. Wir brauchen noch einen Nachnamen. Also wir haben Rudy Root natürlich, ne? RR, Sensenmann, ist klar. Brunhilda ist eh belegt, aber Dahlia Dachtschaden oder irgendwie sowas, ne? Also ist ja irgendwie. Das arme Kind, jetzt stigmatisier das doch nicht direkt so. Ja, Dalia ich wollte Dachschaden. jetzt nicht Dummkopf machen. Ich wollte schon irgendwas. Oh Gott, ja, brainstorm mal um die Uhrzeit, wenn man einen langen Tag hatte. Oh, das ist ein Weiß der bisschen Chat lang. vielleicht irgendwas Gutes? Schock, Goff, Babette, das verlorene Goffkind. Das wäre Anna auch was. von Schlotterstein, ist das nicht aus dem, Anna von Schlotterstein, ist das nicht aus dem kleinen Vampir? Von dieser Kinderbuchreihe? Das erinnert Kann mich gerade sein. daran, aber ich habe das als Kind das Dark. letzte Mal Aber gelesen. Dahlia Dark finde ich auch geil. Das finde ich gut. Das hat mir auf Anhieb Ja. gefallen. Das war hier Doris zuerst, glaube ich. Es geht alles so schnell, I'm so sorry. Und Dragonflame hat es auch geschrieben. Ja, Demon, auch cool. Wow. Dahlia Demon. Aber Dark finde ich Dahlia irgendwie Death cooler. finde ich auch gut, hat Silvia gerade Death. geschrieben. Ja, das ist gut. Senkrechtstarterin, das machen wir kreativ. Was ist denn so ein bisschen sozial, ne? Freundschaften schließen. Mental ist eher Also würde ich ihr aber fast kreativ und Metall geben. Ne? Wenn sie so ein turig. bisschen in die Richtung Medium geben soll, würde ich ihr Mental geben. Das Passt am klügste besten Kind in über. der Schule. Und wir machen sie düster, oder? Ja, auf jeden Fall Ja. düster. Bin ich auch sehr Düster. Ich dafür. bin immer traurig. Oh Ah ja, ist je. aus dem kleinen Vampir. Ist lustig, dass ich das direkt daran denken musste, obwohl ich das 30 Jahre nicht gelesen habe. Ja, ich finde es cool, wenn das Kind traurig ist. Also bei Brunhilda ist es so eingestellt, dass sie kreativ, ordentlich und natürlich familienbewusst ist, so als alte Haushälterin. Dann haben wir den Sensenmann. Dem habe ich gegeben, böse, Einzelgänger und nicht kokett. Oh, ich nichts hier, Liebe und. Ich sehe zum ersten Mal, dass der da so ein Freezer-Panier am Gürtel Echt? Oh nee. hat. Ich habe mir den noch nie so genau angeguckt, muss ich gestehen. Und Rudy Root, unser Obdachloser, der behält Ja. seine Merkmale. Selbstsicher, Chaot. Chaot und paranoid, dachte ich, wäre ganz cool, oder? Für diese Staffel. Der ist so ein bisschen paranoid, der wird unser Tollpatsch. Der Ruby. So, dann machen wir noch die Katze, oder? Ab geht's. Ich habe gerade noch kurz in den Chat geguckt.
Schwarze Katze mit Skelett habe ich mir aufgeschrieben. Genau, und da war es nämlich so, im Let's Build habe ich das die erste Folge gebaut, habe ich euch so gefragt, was wolltet denn da so für Bewohner und so, und dann gab es einen Kommentar, und zwar eine schwarze Katze, und da gibt es ja eine mit dem Fellskelett. Und das gucken wir jetzt mal, ob wir das finden. Das ist irgendwo, wir nehmen mal so eine Tuxedo ist es, glaube ich. Und dann gucken wir mal. Kannst du nicht nach Fell-Dings suchen? Das weiß ich gerade nicht. Nee, Fellzeichnung. Farbtupfer. Fantasie vielleicht. Guck mal, da kann man so nach Fantasie suchen. Ja, genau. Ja, wir hatten schon mit Creepy ja einen Hund im Let's Play, der auch so ein bisschen gruselig war mit Narben und so ein bisschen krasser. Und jetzt würde ich sagen, machen wir ein Kitty Cat, die passt ja auch, schwarze Katze. Also als Skelett würde ich eher jetzt sogar sagen, schwarze Augen, aber das gibt's nicht, deswegen würde ich diese grauen da nehmen. Das ist noch mehr so. Ich möchte übrigens vorlesen, der erste Namensvorschlag für diese Katze ist Salem. Das ist das, was du... Ich habe vorhin schon gesagt, du Katze muss Salem heißen. Vor dem Stream hat es die Joe gesagt, ich kann es bestätigen. Katze. Ja, oder wir nennen die Katze genau Winifred Sanderson, das ist doch aus Hokus Pokus, glaube ich, ne? Wie hieß denn da die Katze? Ja, der Film, super cooler Film. Wie hieß denn, aber Winifred war die Hexe, wie hieß denn die Katze in, ah Gott, Binks? Binks hieß die Katze. Binks. Kenn ich nicht. Super cooler Film, wirklich super cooler Film mit Bette Midler. Sehr empfehlenswert, wer ihn nicht kennt. Salem. Sie wollen alle Salem. Ich habe jetzt blaue Augen, also nicht blaue Augen, sondern so türkisfarbene Augen, so Augenränder. Ich finde das irgendwie noch so ein bisschen, ich muss noch ein bisschen Geisterthema rein. Und türkis ist für mich irgendwie Geist. Ja. Das ist immer so witzig, da rumzumalen. Das sieht aus, wie wenn da so ein Laserpointer ist und die dann gleich so schnappen. Nee, finde ich gut mit dem Türkis. Gefällt mir gut. Das ist nicht nur schwarz-weiß. Er muss schon ein bisschen individueller sein. Wir klatschen da nicht nur das Fell drauf und dann ist... dann ist fertig, sondern wir machen da auch noch ein bisschen was mehr hier. Ein bisschen zum Rand noch weiter. Beetlejuice hat jetzt auch schon jemand gesagt. Oder würde nicht. Natürlich auch gehen für die Katze. Vielleicht die Schwanzspitze noch, türkis. Ohne finde ich es besser, ohne, dass es weitergeht. Die Schwanzspitze, das ist ein bisschen schwierig dahinter. Das ist schwierig, ne? Ja. Wir könnten hinten diese Kleckse, da könnten wir machen. Ich weiß nicht, ob das nicht zu viel wird dann. Weißt du, wie ich meine? Dass sie so ein bisschen leuchtet. Leuchtet am Dunkeln. Ja, das können wir nicht machen. Ich könnte jetzt einen bösen Tschernobyl-Witz machen, aber ich lasse es. Den hast du ja damit schon gemacht. Ja. Katze leuchtet im Dunkeln, du. Ich weiß nicht, ob das nicht too much ist. Nee, das ist ein bisschen komisch. Das sieht aus wie Farbe drauf geschmiert auch. Ist ja auch. Ja, sollen wir das denn so lassen? Oder was ist mit der Schnauze noch und den Ohren? Kann man die nicht auch noch einfärben? Ich glaube ja, um ehrlich zu sein, benutze ich diesen Creator Animal. Ja, ich auch. Sehr selten. Aber auf jeden Fall mal eine schwarze Nase. Die Ohren werden da auch schon schwarz. Okay, die werden da auch schon mitgenommen. Okay, eine schwarze Nase. Oder eine weiße geht auch vielleicht. Nee, geht's nicht. Oh Gott. Das sehen wir seltsam aus. Narbe meinen jetzt einige. Das habe ich mir auch schon gedacht. So eine Narbe wäre schon cool auch. Aber ich bin gerade am Überlegen, gefällt euch das Schwarz besser oder das Schwarz mit so ein bisschen Rosa noch? Was meint denn der Chat? Wie die atmet, ne? Wenn sie so Atemübungen machen mit den Tieren. Immer im Rhythmus. Und was machst du heute Abend? Ich mache Atemübungen, Meditationsatemübungen mit den Tieren auf Sims 4. Mit meiner Sims-Katze, ja. mit rosa, schwarz, bisschen schwarz, rosa. Schwarz. Ist hin und her gerissen hier, ne? Aber ich glaube, die meisten wollen schwarz. Ja, ich glaube, es ist mehr schwarz. Ja. Und was war jetzt noch Thema? Jetzt habe ich gerade wieder, habe ich den Faden verloren. Ich habe es vergessen. Ich weiß es auch nicht mehr. Salem. Ja, alle wollen Salem. Was war davor noch? Irgendwas war davor noch. Muss ich hochscrollen. Salem Sandbote, das war toll. Wer war das hier? Das war weiter oben, warte mal. Wer war das mit Salem Sandbote? Das finde ich auch voll gut. Oder was sagt ihr? Sandbote. Hat Salem überhaupt einen Nachnamen? Nee, doch. Ich glaube, als er noch ein Mensch war. Aber ich weiß nicht, in der Serie nicht. Okay. Also die ist reserviert, brauchen eigentlich gar keinen Sim. Sie kommen nur zurück, weil es kostenloses Fressen gibt. Ja. Oh,
Willst du sie reserviert lassen? Das ist die Frage. Hey! Ja, ein neues Kanal mit Maron Eccadore, danke dir. Willkommen beim Mitglied. Hallo. Salem Saberhagen, genau. Vielen Dank, lieber Chat. Wie? Salem Saberhagen, also Saberhagen. Mit einem, genau. Oder Saberhagen mit Baby. Nein, nein, mit einem B. Salem okay. Saberhagen, ihr seid super. Vielen Dank. Jetzt sollen wir den auch nehmen, weil es ist ja nicht die Katze eigentlich. Nee, aber es ist eine sehr berühmte Katze. Ich muss gestehen, ich bin auch immer so unkreativ und nenne meine schwarzen Kater im Spiel immer Salem. Aber da ja heute Leute angemerkt haben, dass man sie auch Binks nennen könnte, ist das, glaube ich, das. Was machen wir denn jetzt? Ist sie territorial oder scheu? Also territorial würde ich ihr geben, ja. Oder beides. Ja. Territorial und scheu. Sie hat Angst und verteidigt trotzdem ihr Haus. Haben vor allem Angst, sie verstecken sich gerne. Sie schützen ihr Territorium. Sie verhalten sie aggressiv gegen neuen Bekanntschaften. Okay. Narben, genau, danke. Narben, das ja, war's. Das jetzt wurde vorhin erwähnt. Das. Vielen Dank. Schelmisch wäre auch cool, dass die so Unfug macht. Das ist nochmal so ein Geist ja. im Haus quasi, ne? Dann mach lieber Schelmisch statt reserviert. Also ja. finde ich. Das ja, finde ich auch. Ah, die kackt schon wieder hier was? In den Kast rein. Eieiei, Narben, genau. Also wir können Narben machen, auch mit dem Anstrich-Tool. Und da können wir hier so ein bisschen was... Übers Auge, meint ja, entweder es gibt auch solche, ne? Die kann man dann nur auf einer Seite auch machen. Ups, das war falsch. man kann es auch nur auf einer Seite machen und dann natürlich auch in einem dunkleren Ton, ne? Das ist so ein bisschen auch, ja, eigentlich fast schon schwarz, aber so ein bisschen braun. Das sieht aus wie Kackbraun hier. Jetzt lass die Stau noch mal ein bisschen runterziehen jetzt. Ja, da. Das ist schon schwierig, ne? Die kann auch so ein Kratzer sein, so überm Auge, so ganz schräg überm Auge. Ja. Aber dann machen wir das ganz schwarz, oder? Das geht gar nicht ganz schwarz. Geht nicht ganz schwarz. Wieso geht denn das nicht ganz schwarz? 0, 0, 0, 0. Jetzt ist es auch ganz schwarz. Doch, jetzt ist es schwarz. Ja. Bisschen stärker, oder? Noch ein bisschen hier. Das finde ich nicht schlecht. So. Bubblefish meint gerade, die Augen in Rot hätten was Dämonisches. Das wäre mir zu krass. Ich möchte die eher so ein bisschen Geister-Skelett-mäßig machen. Ich überlege gerade, ob ich hier nochmal. Ja, so ist das auch. Schon eine richtige Schramme, ne? Ist schon hier. Ja. Einmal was abgekriegt. Ja, ich finde das cool, dass das von den Augen noch so ein bisschen mitschwimmt. Aber es ist sonst schon schwarz, aber das ist nicht ganz deckend, ne? Also. Ja. Es verschwimmt so ein bisschen nach außen. Wow. Aber ich finde es gut. Ich mag dich. Gut. Okidoki. Kefi sagt gerade, ich muss gestehen, ich kenne das Farbentool für die Tiere gar nicht. Ich benutze das auch nie. Also ja, ich suche mal irgendwas raus. Weil wenn man sowas Plattes haben will, gibt es ja auch noch sowas. Aber ich finde das immer zu krass. Es ne? muss schon so ein bisschen zugewachsen sein und noch so ein bisschen dann... Trotzdem gut sichtbar, weil die Tiere sind ja immer so klein im Spiel. Wenn man die Narbe nur so ganz klein macht, dann sieht man das nie, weil die ja wirklich mini sind. Und deswegen muss man immer ein bisschen, finde ich, übertreiben beim Anstrichmodus. Gut. Gut, geil. Guck mal, die wäre auch nicht schlecht gewesen, du, ne? Mein Rosa. Die gibt es auch, glaube ich, in anderen Farben noch hier, die. Anschi meint gerade, geistermäßig wären gelb leuchtende Augen. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es nicht. Ich finde, Geisteraugen leuchten doch nicht gelb, oder? Das ist so... Das ist sehr... Oder Mondschein könnte man noch machen dann so. Aber ich finde so eine Geisterkatze, die ist entweder blau oder so blau-grau, dann ist eher kalte Augen, ne? Weil Geister ja durchsichtig sind und dieses Grau ist dann so ähnlich wie... Ja. Einige meinten jetzt, die Narbe sollte rötlicher sein, aber ich fürchte, dass es dann zu viel Farben sind. Die hat türkisenes Blut, das ist eine... Das ist eine Geisterkatze. Mir die Augen noch mal irgendwie ein bisschen so... Ah, geil, ich finde das voll cool, wenn die so ein bisschen verpeilt gucken. Und jetzt die arme Katze. Im Chat meinte gerade jemand, Yurikia meinte, ich würde die Augen schmaler machen, sonst sieht sie zu niedlich aus.
Man kann die auch noch anpassen. Das ist voll cool gemacht. Wir können Oh. alles. Ja, ne? Ja, Salem hatte so ein bisschen mehr so Zuna-Augen. Also der hat immer so ein leicht fies geguckt, sag ich mal, weil er immer irgendwas geplant hat. Echt so ein bisschen Grumpy Cat-mäßig. Sollen wir das so machen? Ja, das ist ein bisschen Ja. verschmitzt dann, ne? So ein bisschen Passt zu Salem. Raufbold noch ein Stück weit, ne? Ich finde die cool. Wow, was für ein Ich Blick habe gesagt. die Augen auch so ein bisschen zusammen gemacht noch, ne? Dass die so ein bisschen nicht rund sind, sondern. Ja, so ein bisschen mehr Ja, die finde ich schmaler, cool. Die ist jetzt cool. Na, vorher war sie normal, jetzt ist ne? sie irgendwie cool. Die hat was. Das ist cool. Sieht aus wie ein Garfield. Ja, auch recht, ne? Findest du? Okay. Nee, hier steht es im Chat Ach von so. Trinity. Ha, Ich finde tatsächlich, dass er jetzt von den Augen her zumindest schon Salem ähnlich ha, sieht. ha. Ja, gut. Okay, dann würde ich mal sagen, unsere Dahlia Dark geht erstmal das Alltagsoutfit, das reicht soweit. Wir haben die Bonehilda dabei, den Sensen Mann, den Rudy Root und den Salem Saberhagen. Lassen wir jetzt den Nachnamen, weil eigentlich ist es ja nicht Salem Saberhagen, Ja, sondern ja. ich würde es gerne ändern. Entweder Bote oder ihr habt noch was Cooles. Warte gerade, was kommt noch im Chat? Ihr habt immer so gute Ideen. Irgendwas geht immer. Irgendwas geht immer. Mal gucken, ob ihr Samtpfote noch über treffen könnt. Ja. Käfi fragt gerade, ob du die Familie hochladen wirst. Soul. Salem Soul. Das hört sich auch gut an. Eine Seele ist so auch ein Teil des Gameplays. Und Soul ist natürlich auch mit S. Und eine Seele, ne? Ein Herz und eine Seele, ne? So ein bisschen eine Seele ist ja auch was nicht Greifbares oder was Paranormales, was man irgendwie weiß, dass es das gibt, aber irgendwie kann man es nicht wissenschaftlich so richtig, ne? Wo ist die Seele? Und ne? Das ist so irgendwie, finde ich cool. Du hast meine Mondschein, Frage gerade nicht Suppentopf, gehört. Du hast meine Savage. Frage gerade nicht gehört, oder? Ja, nee, was? Warte, jetzt muss ich mich dann raussuchen. Scratchy Skeleton. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Kefi hat gefragt, ob du die Familie in die Galerie hochladen Ja, dürfen mache möchtest. ich. Ich habe aber ein Problem festgestellt. Wir gucken mal, ob das noch so ist. Nee, macht er nicht. Also wo ich die eingezogen habe, einziehen lassen habe, im Haus, weil ich die ja vom Gameplay, ne, zur Familie hinzugefügt. Dann habe ich die nochmal neu abgespeichert. Und dann hatte ich das Problem, dass das gesagt hat, denn die Namen verstoßen gegen die Galerie-Dingens und ich kann die nicht hochladen und so. Ja, das Gegen ist Bone. cool. Der Blick 100 ist Pro gegen cool. Bone. Der Sensenmann, ne, ist so ein bisschen selbstsicher. So. Und der Rudi, der ist ein bisschen, ne, so ein bisschen Penner. Der Rudi ist wieder Yay, so, bisschen tollpatschig. Die Bonehilda, ja gut, die ist halt so neutral, aber Brust raus hier, ne? Und die Katze mit dem Kind, das ist gut. Die Creepy WG, ganz genau. Die Creepy WG. Creepy WG, Hashtag Creepy WG, Hashtag Simfans, Hashtag Simfans.de, Hashtag Rudi Ruth, Hashtag Bonehilda, Bonehilde, Sensenmann. Dann, wie heißt der Original? Mephisto, ne? Oh ja, ich glaube. Mephisto. Ja. Oder? Passt soweit. Ja. Tot. Tot. Hashtag Mephisto. tot. Ja, gut. Okay. Ja, ne? Fertig. Hochladen. Das mit der Fotofunktion ist nicht neu. Nee, das gibt's schon Ja, lang. bei Sims schon, bei Häusern nicht, leider. Leider nicht. Und ja, der erste Sim ist Rudi. Rudi, Rudi. Ja, das ist Rudi. Seid ihr neu hier? Das ist Rudi Root. Jetzt wieder im Let's Play. Die dritte Staffel mit dir schon, Rudi. Du bist noch alt, du. Ich Ja, weiß gar aber nicht, wie alt bist du ey, denn? wie lange hast du den schon nicht mehr dabei Junger gehabt? Das ist Erwachsener ist er. Ewigkeit her. Barner's a Torque. Let's Unser Rudi. play. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Let's play, let's play. Freut ihr euch? Wir sind gleichzeitig gleich das Haus. Mit was geht's weiter? Ich hätte gesagt, wir machen ein bisschen Gameplay, aber die guten
Sims, die brauchen natürlich auch noch Schlafzimmer. Da gibt es bisher 2 Speedbuild-Folgen gibt's zu diesem Haus. Das habe ich gebaut. Und das könnt ihr euch auch runterladen, wenn es dann fertig ist. Und ich habe da die jetzt einziehen lassen. Und die haben schon hier ihre Zimmer aufgeteilt. Ne? Hier ist natürlich für unsere Dahlia Dark. Hey Marlies, hallo Daniel, hallo Joe, bin jetzt da, guten Abend. Hallo. Wir haben bisher die Sims erstellt. Guck mal, wie die schon wieder creepy hier aussieht. Ja, die guckt halt so böse, du wolltest sie ja böse, ne? Ja, wir haben oben das Zimmer hier für sie, das müssen wir noch einrichten. Dann haben wir hier Rudys Zimmer. Rudys Zimmer. Müssen wir natürlich auch noch einrichten. Dann haben wir hier Bonehildas Zimmer, ganz in weiß, ne? Chakalaka, bisschen rustikaler, dachte ich mir. Und da ist noch so ein Badezimmer für die beiden Mädels. Rudi hat hier ein eigenes Bad. Und ganz oben auf dem Dachboden, da ist dann noch der Sensenmann. Also ein Bett haben die schon mal. Ein Bett haben die schon. Und da hat er noch sein Badezimmer. Und da ist nochmal ein Zimmer frei. Mal gucken. Und ganz unten natürlich, für alle, die es nicht kennen oder die Speedbills nicht angeguckt haben, hier ist die Küche. Auch mit den neuen Objekten aus dem Paranormale Phänomene. Accessoires Pack, das ja morgen Abend rauskommt. Da könnt ihr euch das nochmal angucken, wie ich die Objekte verwendet habe, um da euch so ein bisschen Inspiration zu holen. Ist das Pack was für mich oder nicht? Kann ich damit was einrichten oder brauche ich das nicht? Hier ist die... Diese Puppe, ey. Ja, ne, so eine Frisur gibt es leider nicht mit so... Ach, creepy. Mit so Glamour, Wäscheglamour. Und da haben wir dann noch so einen Seance-Tischraum mit Kuhpflanze und ein bisschen alles bunt, auch mit Lichterfarben eingerichtet. Und hier der Bildschirmschoner. Und da noch so ein Kaminzimmer, so ein bisschen formelles Wohnzimmer, ne? Ultraviolett, ja, so der Eingangsbereich. Und hier nochmal, ja, der richtige Eingangsbereich. Hier unten ist auch noch ein kleines Bad. Das ist schon fertig, aber das Haus ist noch nicht fertig. Das möchte ich einfach nach und nach. Weil ich wollte jetzt, wie gesagt, einen Tag vor Release nochmal euch das Gameplay auch zeigen. Und dazu gehen wir erstmal in den Baumodus und machen das Haus hier zum Spukhaus-Wohngrundstück. Das ist ja die neue Grundstücksart. Und wir brauchen noch so ein paar Merkmale. Ich weiß aber nicht, ob ich das nochmal übertreiben würde mit noch mehr gruselige Krabbeltiere und so Krams. Ich glaube, wenn du es halt ganz extrem machst, können die Sims irgendwann nichts mehr machen, weil sie einfach nur noch in Schockstarre sind. Ja, ne? Tolle Akustik ist doch gut, weil der Sensenmann hat die Sensenmann-Kreischgitarre. Oh und Gott. Dann ist das was für den. Wir können, was passt denn noch? Verflucht? Tief zu laufen, Vampir also, ist so ein bisschen ne, unheimlich. Unheimlich würde ich machen, weil verflucht ist echt übel. Da geht ständig was kaputt, ich glaube, jede Nacht. Also da hast du keinen Bock mehr, ne? Nee, da hast du keinen Bock mehr, du, kann ich ja jetzt schon sagen. Ruhe und Frieden. Glaube ich kaum. Nasty Pie. Hey, ihr beide. Hallo. Das ist mein erster Stream. Aber ich schaue jede einzelne Folge. Mach weiter so. Vielen lieben Dank dir. Willkommen Dankeschön. Hier. Aus der Schweiz, hier sehe ich gerade. Viele Grüße in die Schweiz. Guter Boden vielleicht noch, wenn man was anbauen will? Ja, ich weiß auch noch nicht. Ne? So bauen, anbauen habe ich jetzt keinen so richtig im Blick. Romantisch, wäre auch witzig, ne? Ja, die Bonhilda ist ja echt... Der ist ja unromantisch. Ja, dann wäre es sogar noch witzig. Und die Bonhilda, die ist ja immer kokett. Dann können wir mal romantisch. Ich kann mir richtig schön vorstellen, ein romantisches Lagerfeuer ne, mit Gitarre und dann das ist so die Dreierkombination mit den Geistern. Und der Sensenmann und singt I am sailing oder was? Ja, I am Salem. Und Kumba, ja. Oh Gott. Ich kann es mir lieber vorstellen, ey. Habe ich das jetzt geändert, ne? Ich habe das jetzt geändert in Spukhaus. Kobolde meinen jetzt einige. Ich finde, das Problem ist halt tatsächlich, wenn man diese sehr negativen Lot-Trades hat, das geht euch nach 2 Tagen tierisch auf den Senkel. Ja, und das ist ja jetzt schon ein Spukhaus-Wohngrundstück. Das sind schon irgendwie 10 Merkmale, die irgendwer was mit Dings hier zu tun haben. Ich hätte das gern dir zugewiesen. So, Rudi, du kriegst das ja mal zugewiesen. Aber wisst ihr was? Ich habe gerade eine gute Idee eigentlich, glaube ich. Man könnte doch einfach die Zimmer von der Community auch einrichten lassen. Bis zum Ende des Streams. Schafft ihr das? Hat ihr jemand Bock zu heute noch? Schafft ihr das? Wieso kann ich das nicht, Bonhilda? Muss die nicht schlafen? Gucken wir mal. Bonhilda, doch, du musst auch schlafen. Ich glaube, Bonhilda ist ein ganz normaler Sim, der hat nur ein Kostüm an. Ne? Aber wieso also, kann wenn ich... Du sie
Nee, das gibt's nicht im Kass, habe ich schon geguckt. Nee, nee, wenn du sie duschen schickst oder so, dann siehst du ja auch, wie sie normal aussieht, ne? Okay. Sensen Mann, das ist dein Bett. Wieso kann ich das nur den beiden Das zuweisen? weiß ich nicht. Das ist doch mal komisch hier. Sensen Mann muss auch Weiß nicht ich wirklich schlafen. nicht. Und spielst du schon? Der Sansenmann hat keine Tür. Oh ja, das stimmt. Ja, so weit war ich noch nicht, du. Er kommt da nie wieder raus, du. Ich teleportiere mal runter. Wir erwarten jetzt erstmal, wir müssen, glaube ich, noch warten, bis es dunkel wird, bis deine Meldung kommt. Und dann können wir reingehen in das gute Häuslein. Macht dir schon die Küche unsicher? Für die Katze sind schon Sachen drin. Also im Wohnzimmer ist Ja. ein Kratzbaum und ein Bettchen und da genau ist ein Futter Füllen noch. und Salem zum Fressen rufen. Da haben wir das, genau. Und da haben wir den Kratzbaum. Ja. Sensen Mann. Susette meint gerade, man kann doch ohne das Pack das gar nicht einrichten. Doch, könnt ihr schon. Schlafzimmer gibt es eh nicht im Pack. Genau, ihr könnt es auch einrichten ohne das Pack. Das ist noch nicht so wild. Ich habe mir halt überlegt, wie machst du das? Ich meine, wir müssen das heute nicht machen. Ich dachte nur, wäre eine coole Idee. Aber da habt ihr natürlich schon recht, weil man braucht auch vielleicht die neuen Objekte in dem Zimmer. Ist auf jeden Fall im Fokus, weil es ist hier überall im Fokus, das Pack in dem Haus. Und dann, ja. Dann gucken wir mal ein anderes Mal. Rumschwebt, sorry. Ein Büro für den Sensenmann, das ist auch gut. Daniela Fischer. Wir haben eine WG mit unseren Creepy-Leuten hier. Rudi, du bist unser Fokus hier. Du musst jetzt erstmal ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen Mediumfähigkeit hier lernen. Sonst kannst du die Karriere nämlich nicht machen. Oh, er hat aber schon ein Du bisschen, kann hast das schon. sein? Wieso hast du schon? Level 5? Nee, das machen wir aber nicht. Dann war das. Ja, ich habe so ein paar War der Screenshots Test, gemacht. Rudi. Für Instagram habe ich so ein paar Screenshots gemacht mit den neuen Features. Und dann habe ich. Das ist auch gut, dann können wir den Cheat nochmal zeigen. Dann habe ich ihn hochgecheatet, um das zu zeigen. Muss ich nur kurz in meinen Notizen, die ich natürlich nicht vorbereitet habe, den Cheat suchen und diesen abtippen, weil der auf einem anderen Computer ist. Das war der Test. Stats.set unten Strich Skill unten Strich Level nicht unten Strich Minor Minor unten Strich Medium Leer 0. Ich kopiere mir das lieber mal. Es ist Hast du länger. Testing Sheets True an? Ich weiß nicht. Das klingt jetzt Mach dir doch so. nicht immer so schwer, installiere doch mal UI Cheats Extension. Aber 0 geht nicht. Vielleicht kann man das nicht rück. Eigentlich müsste man es auch rückgängig machen können. Nochmal eins, ob eins geht. Auch nicht. Vielleicht muss ich Play drücken. Nee. Minus vielleicht? Dass du Nee, nie. das müsste Nee, eigentlich. jetzt ist auf eins. Ah, jetzt ist es auf 1. Okay, gut, alles geklärt. Gucken wir nochmal durch, ob die auch noch irgendwelche. Sensenmann, Mann, der hat sogar schon Gitarre, das ist okay. Der kann Geige spielen. Ja, und Bonehilda ist ganz witzig, wenn man die hinzufügt. Die hat schon Kochen, Feinschmecker kochen, Gartenarbeit, Geschicklichkeit, also alles, was man für den Haushalt braucht, relativ hoch. Ne? Das ist ganz cool, weil die hat also Ja, ist ja die. klar. Ja. Tierobsession, ah. Was hast du für eine Obsession? Ah, eine Theken-Obsession wahrscheinlich. Ah, guck mal, hier immer am Abwischen hier schon. Fies Die in der Katze darf Gegend bei uns rumrennen. alles, oder? Spooning the car. Komm, wir wollten Medium-Fähigkeit hier lernen. Die neue Ja, Fähigkeit Rudi aus dem muss Pack. lernen. Der soll ja Zeremonie die Karriere machen. durchführen. Ein bisschen weniger. Mit Dahingeschiedenen. Spüre, wie es auf dem aktuellen Grundstück spukt. Das wollen wir mal rausfinden, oder? Ja. Also dann tauchen da wieder irgendwelche Sachen auf, ey. Wow. Noch mehr creepy Puppen. Oladuwei. War da im Trailer nicht so ein Gesicht im Ding? Ah, da kommt mal, da kommt's. da Da kommt kommt. das Gesicht. Das ist die alte Lea, sehe ich da immer drin. Ich bin der Rudi. Er guckt schon so ein True. bisschen als Ja, so ein bisschen bekifft irgendwie, ne? Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Wir sind ja jugendfrei hier. So gechillt irgendwie so in der Er wirkt Bild. ein bisschen stoned, wollte ich sagen. Stoned.
Rudi entdeckt sehr glückliche Geister. Die lebenden und dahingeschiedenen leben in völliger Harmonie. Gut gemacht. Wer sind noch? Die jetzt noch da? Die sind doch jetzt, glaube ich, da, oder? Hey, Lady Nuts hier via Stream Elements, ein Support. Und Hilda finde ich leider voll creepy. Grüße die üblichen Verdächtigen. Danke dir. Ja, Brunhilda ist ja der neue Sim, ne? Das ist ja die Haushälterin, die man eigentlich erst herholen muss. Ich habe die jetzt schon von Anfang an mit einziehen lassen, weil ich die einfach cool fände und die gehört da irgendwie dazu, ne? Das ist so. So, Rudi, was machst du? Kompakte Laura Kuhpflanze. Meint gerade, Daniel spricht das aus, was Joe denkt, alles wie immer hier. Ja, ich denke immer so, das kannst du jetzt nicht sagen, weil jugendfrei und so und Daniel haut's voll raus. Ja, also halt mal hier. Das ist doch jetzt nicht. Was hat das mit jugendfrei zu tun? Ja, ich hätte nie sagen wollte, er wirkt, als wäre er auf Droge. Schon wieder? Du schon wieder? Streich mich von deiner Liste, sagt der Geist. Fail-Anruf hier. Keine Lust mehr auf ihn. Ruf mich nicht an hier, ja? Wenn nicht, du schon wieder. Guck mal hier, die Kuhpflanzen-Terrarium Amuse Busch 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 Amuse Busch Busch, Amüsbusch. Amüsbusch. Okay, diese kompakte Kuhpflanze in einem kleinen Terrarium kann dein bester Freund werden, allerdings vorausgesetzt, dass du sie immer gut fütterst. Für wenige Exemplare der Gattung Laganaphilis simnovori, das ist die Gattung, ja, sind groß genug, um einen ganzen Sim zu verschlingen. Die kleine Variante hat aber zum Glück einen nicht ganz so großen Appetit. Es ist jedoch trotzdem besser, das Schicksal nicht herauszufordern. Klopfe nicht gegen das Glas. Wir streifen da am Haus rum bei uns dahinter. Die Pflanze mag vielleicht klein sein, aber vielleicht, aber trotzdem über ein extrem aufbrausendes Temperament. Sibafa. Ich habe gerade nachgeschaut, weil ich mir nicht sicher war, weißt du, was ein Amüsbusch ist? Das ist nicht dasselbe wie ein Amüsgöll. Ein Gruß aus der Küche, wenn du im Restaurant bist. Okay. Was sagt der Geist? Hast du kein eigenes Leben? Du verschwendest deine und meine Zeit. Echt klasse. Hast du kein Leben, Rudi? Du. Ach, guck mal, er guckt auch schon so ein bisschen so. Ja, so. Oh. Da machst du dir nicht lang was draus, ne? Haben wir mal eine. Da kommt der Zernsenmann. Schwebt ja durch die Hallo. Ja, und das Kind auch. Willst du nicht dein Alltagsoutfit anziehen? Das ist viel cooler. Hey, hast du schon mit Geistern hier telefoniert? Ja, ja. Und was haben sie gesagt, Rudi? Erzähl mal hier. Die haben keine Lust auf Rudi. Ich weiß gar nicht, warum. Rudi ist doch cool. Komm, das Kind macht das auch mal mit. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst doch mit allen dreien, glaube ich mal, ne? Ja, aber das geht noch nicht, weil mit Gruppending kann man erst machen als, ja. Aber guck mal, Rudi, nee, der kann nicht mitmachen jetzt. Nee, das geht nicht. Nee, weil sie macht. Die geht voll ab. Ja. Es ist noch Tag. Wir müssen noch ein bisschen die Nacht abwarten. Wir können eigentlich auch mal schneller spulen, wenn ihr wollt. Dann können wir das mal so ein bisschen hier zeigen, was das Spukhaus mit sich bringt. Der Sensenmann braucht immer noch eine Tür zu seinem Schlafzimmer. Ich glaube, das Kind hat überhaupt keine Eltern irgendwie, ne? Kann das sein? Nein. Da, du hast sogar das schon Kind hat nur Rudi, den Sensenmann und Bonehilda. Zusammen durch gute Zeiten verbunden. Oh, wie süß! Boah, die kennt sie ja kaum. Guck, die hat schon voll den Narren an ihm geschossen. Das kann ich aber gut finden. Du stinky Kind, du. Aufräumen. Rudi, mach mal nochmal weiter. Lotaway. Ciara fragt gerade, was kann man eigentlich mit der Kuhpflanze machen? Die wurde ja so gehypt. Gar nichts. Die ist nur Deko. Die kann man umbenennen. Ja, die kann man umbenennen. Name: Mini Reich. Wie nennen wir die? Habt ihr einen Namen für die Kuhpflanze? Sagt das nicht Kuhpflanze. Rudi ist der allerbeste Sim der Welt. Das sehe ich auch so, Bastian. Habt ihr einen Namen für unsere Kuhpflanze? Ist die Kugel ein separates Objekt, fragt Lilly. Die ist separat, ja. Also man kann auf den... Also die Seancen laufen über den Tisch, nicht über die Kugel. Meine Seele leuchtet. Guck da mal. Und man kann auf den Tisch auch quasi draufstellen, was man will. Ist schon wieder am Handy. Das heißt auch hier mit denen hier.
Ah, jetzt kommt die Bonhilde, will auch mal ausprobieren. Ich will auch mal ausprobieren, Mensch, Rudi. Ich komme ja da raus eigentlich, wa? Ja, man kann die Kuhpflanze leider nur umbenennen. VMS Prime meint gerade, nennen die Pflanze Lil Rudi. Jetzt haben wir die gruselige Puppe entfernen oder lassen wir die da sitzen? Ich habe ja extra Kerzen aufgestellt, dass hier nichts passiert, ne? Ich würde die sitzen lassen. Die sitzt doch gut da. Irgendwann spielt das Kind wahrscheinlich mit der. Lektion schelmisch, verratze schon wieder meine neuen Couches hier. Ja, da musst du sie erziehen, ne? Die Katze. Du Bonhilda, du musst es machen. Fehlverhalten ermutigen, nee. Über Katzen belehren. Bonhilda, komm mal hier rum. Sag der Katze, sonst wird sie zum Frosch verwandelt. Ja, Laura, den Tisch kann man auch ohne Kugeln nutzen. Also du kannst auch irgendwas anderes auf den Tisch stellen. Du Katze hier, nicht hier Katze. Zum Beispiel eine Pflanze oder diese Anubis-Figur oder so. Aber wenn du die Kugel draufstehen hast, dann siehst du halt diese Gesichter und so. Und Hilda macht mal das neue Kaminfenster-Ding hier an. Kaminfenster-Ding. Ist schon wieder hier mit dem Kind. Oh, die kamen noch ein bisschen weiter. Wir wollen noch Mediumfähigkeit hier lernen. Ja. Die Hand ist auch geil, ne? Ich verstehe nicht so ganz, was Tina Tongs uns gerade sagen will, weil sie den Namen einer französischen Käsesorte gepostet hat. Okay. Die Kuhpflanze vielleicht. Ja, also Lavache qui rit heißt eigentlich die Kuh, die lacht, aber es gibt halt so einen Käse, Frischkäse, der so heißt. Welcher? Lavache qui rit. Das heißt halt eigentlich die Kuh, die lacht. Ja, und ich glaube, es ist die Kuh, die lacht. Und es ist auch ein Käsename. Eine Käsesorte tatsächlich. Ja, dann nehmen wir doch, das ist doch voll gut, Mensch, so voll kreativ. Oh, was ist jetzt für eine Melodie hier? Mit V. Ja, ich finde nur den Buchstaben. La, was muss ich was? Q, U, Ki, also Q, U, I und dann R, I, E war es, glaube ich. Ne? Ich weiß gerade selber nicht, ja, R, I. Yay, hier nochmal die Susi Schulze. Macht immer wieder Spaß mit euch. Danke für den Abend. Danke dir. Wollt ihr noch irgendwas Bestimmtes sehen in dem Pack? Vielleicht die neuen Objekte nochmal ein bisschen? Oder sollen wir nochmal ein bisschen bauen? Oder? Ja, sorry Tina, so war das gerade von mir nicht gemeint. Ich war nur so irritiert, weil ich direkt an diese Käsesorte denken musste und dachte so, ich verstehe es nicht ganz, warum der Name von der Käsesorte gepostet hat. Jetzt habe ich Hunger, weil ich von Käse rede. Soll ich eigentlich eine Tüte über den Kopf ziehen, oder? Gucken die Leute nicht komisch mich an. Jetzt wird es bald dunkel hier. 16 Uhr. Ab 9 geht es, glaube ich. Medium los, Level 2. Haben wir nicht jetzt eine Info? Was können wir machen? Doch, du müsstest eine Info haben. Jetzt können wir Gruppen-Dings hier machen. Ah, ab geht's. Mit dem Sensenmann, du. Gruppensens. das sind Klubschi-Geister, die ersten. Hallo, wo kommt denn hier? Ist im Urlaub oder was? Seid ihr geflogen? Wenn sie aus dem Urlaub kommen, müssen sie aber erst in Quarantäne. Versuchen zu kommunizieren die hier. Sind auch noch hier. Vielleicht funktioniert das. Ah, das sind die Klubschis, die glücklichen Klubschis. Ah, wie die lachen. Was ist das für ein Kind hier? Ich weiß es nicht. Komm. Das stand da einfach. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Grob vorstellen. Rudi, komm mal mit den Klubschis hier was. Ja. Seid ihr mit dem Zug gekommen oder mit dem Flugzeug? Der guckt dich gar nicht an, du. Das ist ja verängstigt, guck mal. Worüber reden die? Paranormale Sims fühlen sich unwohl in Gesellschaft, flüstern da. Ah. Ja, aber wieso hat er jetzt Angst, weil er paranoid ist? Genau, oder hat er Angst vor den Geistern? Weil er paranoid ist. Okay. Tierängste, das Tier hat auch Angst. Kein Tier ist vollkommen furchtlos. Eieiei. Scheu ist er auch. Salem, was? Hier. Ich glaube, Salem debattiert gerade mit sich selbst darüber, ob er aufs Katzenklo gehen soll oder nicht. Sollen wir uns mal... Oh, guck mal, wir sind verspielt. Geistergabe, weil er in der Nähe eines verspielten Sims war. Beobachten wir den mal. Du musst übrigens ein bisschen aufpassen, das habe ich schon mitbekommen. Wenn man seine Seele anbietet, dann verliert man immer ein paar Tage Lebenszeit. Oh. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind sogar auf dem Grundstück von Rudi damals. Warum? Ja, weil er da gestorben ist auf dem Grundstück. Und ich habe das Grundstück abgerissen und dann war der Grabstein noch da. Und er hat sich nicht löschen lassen. Parallelwelt. Ja, aber ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist der hier gewesen dann. Rudi Root in der Vatore-Villa. Du kannst
Ja, den Grabstein mit reinnehmen, dann hast du wieder die Urne und dann kannst du ihn auf den Kamin stellen. Ich habe ja kein neues Spiel gemacht. Das ist ja mein Spielstand mit meine Häuser, meine Welten, wo alle meine Häuser drin sind. Und ja. Wieso steht eigentlich jetzt der Sensenmann an dem Grabstein da? Das ist alles schon so ein bisschen Ja, creepy. es ist da hier. Da können wir Rudis frühere Seele als. Aber der ist inspiriert, guck mal. Boah, ich bin voll inspiriert hier von dem Grabstein, wie sah auch der Sensenmann. Schickst du jetzt gerade Rudi an seinen eigenen Grabstein? Also Oh, ich das ist wollte eigentlich aber den hart, ne? Sensenmann an den Dingern hier. Um Rudi trauern hier. Was ist denn jetzt mit dem Glubschi? Da will er, glaube ich, nicht mit dem Glubschi. Ah, das Kind war im Weg, du. Ja, jetzt ist er gleich wieder weg, oder wie? Kommst du nicht rein in mein Haus, ne? Ich habe nämlich die Kerzen platziert. Ha. Aber bringen die Chakalaka. Kerzen nicht nur was in dem Raum, wo sie gerade Ja, sind? aber guck mal, der Raum, geht hier ganz durch. Bist ja echter Tja. Cheater, ey. Tja, das ist ein Raum hier alles, ne? Unbelievable. Und du bist allein zu Hause. Sierra im Chat hier. Wir mal gucken, ob im Vorgarten ein Grabstein steht. Das ist echt creepy, ey. Das darf Rudi nicht sehen, der kriegt ja Jetzt Zustände. wird's düster hier. Guck mal, jetzt wird's ja Tag bei uns im Haus. Ja, aber es geht um 9, geht es erst los, glaube ich, mit den Wow. Sachen, die passieren. Was machen denn die ganzen Stalker hier draußen? Geht mal heim hier. Wir nehmen gerade auf. Guck mal, meine Veranda ist noch nicht mal fertig hier. Benny fragt gerade, was macht Seele anbieten? Da gibst du den Geistern ein Stück von deiner Seele und wenn es gut läuft, kriegst du von denen ein Geschenk. Aber wie ich schon erwähnt habe, das zieht immer Lebenszeit ab bei dir selber. Kann man Gruppenseance jetzt auch mit jemandem machen? Mit jemandem, der nicht, genau, der noch nicht die Fähigkeit hat. Komm, dann mach mal mit dem Kind das. Oh, die freut sich. Die sind doch schon voll die Freunde. Ja, die Kleine, die wird auch hier ein Medium. Wie lange machst du denn jetzt noch hier? Der Sensenmann, der bleibt jetzt den Rest der Nacht da draußen stehen. Hast du deine Gitarre nicht dabei? Ich zieh dir die noch mal kurz rein, du. Nimm die mal mit. Ach so, weil ich wollte sagen, aber du Üben. hast sie ja nicht aus der Galerie platziert, weil das überträgt sich ja nicht, was Wer ich dir ruft denn sage. an? Lilith oder wer? Ah, Ruby, Magetli, willst du rüberkommen? Ob ich zu dir rüberkommen? Nee, Status Stone Cottage nicht. Ob ich zu ihr rüberkommen möchte? Nein, möchte ich nicht. Ciara fragt gerade, was bringen die Kerzen? Die sorgen dafür, dass keine paranormalen Aktivitäten stattfinden können. Also die Genau, beschützen heilige Kerzen. Hinfort mit euch, ihr Geister. Platziere heilige Kerzen, um Sims zu schützen und ihre Angst zu reduzieren. Aber Vorsicht, einige Wesen werden versuchen, sie auszublasen. Sorge dafür, dass sie weiterbrennen, damit deine Sims ruhig schlafen können. Ausschließlich aus feinstem Geisterwachs gefertigt. einfach. Oh, ich will mir nicht wissen, was Geisterwachs ist. Ah, Jonas, Rudi, du bist so berüchtigt, dass einer meiner skrupellosen Freunde dich gerne treffen würde. Darf ich deine Nummer weitergeben? Ja klar, Jonas, was hast du für skrupellose Freunde? Oh, Aber es wie nett, aber flackert. vielleicht Seht ihr auch mal das? den Es flackert hier. Uiuiui. Es flackert in der Kiste hier. Hey, bevor du gehst, kannst du, was? Kannst du bitte beschreiben, wie Eiscreme schmeckt? Es ist so lange her. Das hatten wir ja auch im Stream schon gesehen, ne? Ja. Das Ey, du ist Katze, das ist mein Fresschen hier. Makarone mit Käse. Du rabbelst da voll rein halt, ne? nicht mehr essen, wenn ich ehrlich bin. Die Katze war vorhin Ja. auf dem Klo Hey, und ist jetzt Rudi. mit dem Rudi ist da nicht Essen so. Der hat schon eine Obdachlosenstaffel hinter sich. Das prägt einen. Habt ihr jetzt eigentlich zusammen das Jaustischding gemacht oder nicht? Jetzt kocht er das ehrlich noch Ja, weiter. Oh Gott. Makaroni mit Käse. Aber guck Oh, mal, die Chica, Chica, Bornhilde hat Chica. schon was gekocht. Ah, wo Hier warst du? Spargel mit Schinken steht doch Oh, da. guck mal, da gibt es schon Spargel. Brich mal ab, während es auf dem Herd kocht. Weil ich nicht weiß, ob Rudi jetzt so der No. große Spargelesser ist, Aber ne? kann man abbrechen und dann verbrennen? Das war früher mal so, wenn man auf dem Herd was Nee, war und dann bricht es ab das und dann. Ich will aber Kuchen! Oh, Salem will Kuchen haben. Salem, willst du Ich Kuchen? kann übrigens da auch gleich mal anfügen, liebe Leute, dass wir einen sehr unschönen Bug haben seit dem letzten Patch. Es ist nämlich so, Sag's mir lieber nicht. wenn sich ein Sim ein Glas Wasser zum Trinken holt und das dann trinkt, dann entstehen überall in der Wohnung oder im Haus Pfützen. Das sollte eigentlich nur passieren, wenn Bonehilda trinkt, aber aus irgendeinem Grund passiert es im Moment bei jedem Sim. Also wenn Oh, das das will bei ich euch so aber ist, jetzt sehen das hier. ist ein Bug. Ein Glas Wasser nehmen.
Hey, du bist im falschen Bett, Mädchen. Komm mal runter mit deinen Pumps. So. Paranormale Ermittlung von Rudi beginnt in einer Stunde. Mach dich bereit. Hat er schon die Karriere? Ja, gut, dann machen wir das. Ja, das habe ich auch ihm gegeben, damit man das schon mal testen kann. Ja, aber er hat doch jetzt mal gar keine Weg. Oh Gott, das wird schief gehen. Ja, das wird schief gehen. Ja. Normalerweise muss man ja erst sich entweder die Belohnung kaufen, das ist ein Belohnungen-Star. Aber ich sehe gar nicht, dass es bei dir tropft. Ja, warte, lass sie doch mal trinken. Ja, aber die sitzt ja, die soll ja nicht sitzen, sonst geht sie auf die Couch. Nee, Karo, das läuft doch nicht mich durch, das oder? Das ist tatsächlich ein Bug im Moment, der ziemlich nervig ist. Laura, der Wasserspeier-Dämon, der sein Wasser dorthin spuckt. Wie hieß der denn? Ximerius? Hieß der, glaube ich, ne? Der Wasserspeier-Dämon, der immer sein Wasser über den gespuckt hat. Ich habe jetzt die Melodie laufen lassen, deswegen habe ich nichts gesagt. Achso, ich höre das ja nicht, sorry. Achso, du hörst das gar nicht? Spielsound. Nee, es tut mir leid. Ein übler Schicksalsschlag hat dich in diesem Spukhaus geführt. In dieses Spukhaus geführt. Vielleicht war es auch ein heimtückisches Genie, das all deine Aktionen kontrolliert. Ja, vielleicht ich. Mach einfach das Beste daraus, denn es gibt ganz sicher einen guten Grund dafür, dass du hier bist. Das schaffe ich, oder? Warum bin ich nochmal hier? Ja, ja. Du fühlst dich couragiert, ein rationaler Verstand hätte jetzt Angst, aber hey, mach einfach, was du willst. Danke. Er hieß Ximerius. Ich weiß immer nicht, ob ich die Namen richtig im Kopf habe. Ja, ich kenne die Bücher natürlich auch, ne? Ich habe es auch gelesen. Daniel weiß immer nicht, wovon wir reden, ne? Hoffentlich kommt da jetzt die Meldung, dass wir da hinreißen müssen um halb. Aber ich würde auch sagen, wir machen kurz mal die erste Pause noch. Dann geht's gleich nämlich weiter mit der paranormalen Ermittlerkarriere. Das ist eine neue Freelancer-Karriere mit dem Pack. Und das gucken wir uns gleich an. Ja, wir machen Pause, so 5, 6, 7 Minuten. Ja. Wir haben böse Geister jetzt vor der Tür schon wieder. Oh nein. Und die vertreiben, glaube ich, diesen Welcome-Wagon, der da immer kommt. Ja, okay. Die greifen die, glaube ich, an. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ein gutes Feature. Gut. Gleich geht's weiter mit der Karriere. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. We wrote this ditty all about our city to bid you welcome. Hello. Hello. She's full of history and steeped in mystery just round the corner, you know. Every sunset inspires nights at bonfires. Her nightlife is second to none. So come to Winterberg, dance in Winterberg, laugh in Winterberg, prance in Winterberg. She's full of life in Berg, skinny Diffenberg. Drop fat beats and shake your butt in Berg. Get together in Wingenberg. Raise a glass in Wingenberg. Have you tried the currywurst? Huh? 'Cause she's a city for the young and the pretty, where even your grandpa can play. So have some espresso, get down with the Nesto, put on your armor and stay. 'Cause hipsters and locals make sweet like my bones. There's no place that I'd rather play. So head to Winterberg, wed in Winterberg, bed in Windenburg, Windenburg. She's full of life in Berg, sing it loud in Berg. Join a club and make new friends in Berg. Get together in Windenburg, always and forever, Windenburg. When you come to Windenburg, you'll come to play. I heard there's a hedge maze. Jeden Tag seh ich sie dort am Fenster stehen. Jeden Tag seh ich ihn dort bei diesem Typen stehen. Und dann wünsch ich mir, und dann wünsch ich mir, zusammen zu sein. Die Welt um uns scheint plötzlich still zu stehen. Eine Hand kommt aus dem Himmel. Warum bewegt sich niemand? Ich glaube, das Spiel steht immer noch still. Oh. Schon besser. Und jeden Tag. Oh, cool.
ist eine hartgesottene Polizistin, die jeden Verbrecher schnappt. Dave ist der Albtraum eines jeden Kriminellen. Ein Maskottchen ohne Team, aber ein Lama mit einer Partnerin. Wenn diese beiden an einem Fall arbeiten, haben die bösen Jungs keine Chance. Bulle und Lama. We wrote this ditty all about our city to bid you welcome, hello. Hello. She's full of history and steeped in mystery, just round the corner you'll know. Every sunset inspires, nights at bonfires, her nightlife is second to none. So come to Winterberg, dance in Winterberg, laugh in Winterberg, prance in Winterberg. She's full of life in Berg, skinny dipping Berg, drop fat beats and shake your butt in Berg. Get together in Windenburg, raise a glass in Windenburg. Have you tried the currywurst? Huh? 'Cause she's a city for the young and the pretty, where even your grandpa can play. So have some espresso, get down with a Nesto, put on your armor and stay. 'Cause hipsters and locals make sweet like my bones. There's no place that I'd rather play. So head to Windenburg, wed in Windenburg, bed in Windenburg, Windenburg. She's full of life in Berg, sing it loud in Berg, join a club and make new friends in Berg. Get together in Windenburg, always and forever, Windenburg. When you come to Windenburg, you'll come to play. I heard there's a hedge maze. Jeden Tag seh ich sie dort am Fenster stehen. Jeden Tag seh ich ihn dort bei diesen Typen stehen. Und dann wünsch ich mir, und dann wünsch ich mir, zusammen zu sein. Die Welt um uns scheint plötzlich still zu stehen. Eine Hand kommt aus dem Himmel. Warum bewegt sich niemand? Ich glaube, das Spiel steht immer noch still. Oh. Schon besser. Und jeden Tag. Sulzul, habt ihr es gesehen? Da sind wir wieder. Und meine Kamera spackt. Juhu. Deine Kamera spackt? Ja. Yeah. Diesmal war ich ein bisschen zu spät. Entschuldigung, ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht. Meine Kamera spackt. Oh, ich sehe es. Warum? Warum? Du Spacken, warum? Hat so ein bisschen was von Matrix-Style gerade, ne? Ja, ich denke auch, irgendwas hat es verrissen. Aber meine Kamera an sich, die ist noch gut. Sie zeigt noch das Bild an. Probieren wir mal. Es liegt irgendwie wieder an OBS oder so ein Blödsinn. Ciara schreibt gerade, Rudi ist ein Geist in Menschenhülle und hat seine Freunde aus dem Totenreich mit auf die Welt genommen und nachts haben sie dann ein Kind aus dem Waisenhaus entführt. Eine ganz normale Familie. Jetzt geht's wieder. So, willkommen zurück, die liebe Technik, ne? Irgendwas muss ja immer schief gehen. Wir sind stehen geblieben. Wir starten gleich die neue Karriere. Heute mit paranormale Phänomene. Presented by EA Game Changers. Ja, morgen kommt das Pack raus. Ich kann es euch heute schon zeigen, weil ich einen Gamepult bekommen habe von EA. Vielen lieben Dank dafür an EA und euch jetzt ganz viel Spaß.
Gut. Moment, Maginus hat gefragt, ob man die Geister bei den Nachbarn freilassen kann, damit sie dort spuken. Oh, Rudi stinkt schon, guck mal. Daniel hört mir heute nicht zu. Bei den Nachbarn, was kann man? Ob man die Geister bei den Nachbarn freilassen kann, damit sie dort spuken. Das weiß ich nicht. So, es ist Zeit für Ermittlungen. Möchtest du ihm folgen? Ja. Man kann die also auch alleine losschicken, ne? Es geht los. Hello. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich selbst noch nicht gespielt. Mal gucken, wie buggy es ist. Es sind ja eigentlich immer Bugs drin in den neuen Packs. Ja, wir haben mal den Bug mit den Pfützen im Moment. Oh, Industrial Loft, Lama WG. Was müssen wir denn machen? Geister vom Grundstück vertreiben. Schaurige Hände entfernen. Rudi, das schaffst du. Da kommst du nicht dran. Nee, da kommt er nicht hin. Ja, blöd, hier klappt nicht. Ja, da kommen wir allgemein nicht rein, oder? Weil das Haus ist ja unbewohnt. Oh, das ist jetzt blöd. Das sollte, glaube ich, nicht passieren eigentlich. An Tür klopfen. Ja, kennt ihr noch die Lama-WG? Also es ist ja auch wieder witzig, dass wir genau hier landen jetzt, ne? Rainbow Kita, das Kino und mein Museum. Er ist nicht unbewohnt. Guck, du kommst rein. Rudi ist im Einsatz. Da. Hier, guck mal, mit Peggy. Ach, wie schön. Peggy Waffel. Da kannst du aufwischen, kannst du da. Peggy Waffel, die kenne ich ja auch schon nicht mehr. Das ist ja Jahre her. So. Das war eine von den ersten dann auch, oder? Ja, und Panda hier. Ach, wie toll. Panda Plan. Eowyn fragt gerade, kann man es ab 0 Uhr schon kaufen oder ab 19 Uhr? Ab 19 Uhr, glaube ich. Genau. Ab 0 Uhr sind immer nur die Erweiterungspacks. Hier sind die Geister. Da war der Geist. Ich muss da Pause drücken, ich erwische die gar nicht. Bitten zu gehen, oder? Wir probieren es mal erstmal freundlich. Was willst du machen, wenn es nicht freundlich klappt? Weiß ich auch nicht. Bis 6.30 Uhr müssen wir. Muss man voll nachtaktiv sein. Das trifft sich gut, weil ich bin immer so ein bisschen. Meine Sims, die schlafen immer tagsüber. Hey, hast du einen guten Film hier gefunden, oder? Du kannst einfach gehen, oder? Ist ja nicht dein Haus, oder du? Klubschi, du. Guckst mich gar nicht an. Der Grabstein gehört Rudis Opa. Ich weiß nicht. Vielleicht ist auch Rudis Grabstein aus der Parallelwelt. Ich glaube, der geht nicht, du. Rinko. You know? Okay, ich gehe. Wow. Er ist aber immer noch da. Jetzt ist er gegangen. Ja. Yeah. So, nur chillst jetzt hier. Du musst noch weiter gucken hier. Wo jetzt noch Geister? Das ist auch ein riesiges Haus. Das trifft sich gar nicht gut eigentlich, dass wir hier das machen müssen, weil das muss der ewig suchen. Das ist voll das Wimmelspiel. Und das Haus ist eh schon creepy irgendwie. Aber es ist echt am besten, wenn du kurz Pause drückst, weil sonst verlierst du zu viel Zeit, während du suchst. Running out of time. Okay. Dann machen wir das mal. Seht ihr irgendwas? Wenn ihr was seht, dann müsst ihr schreien hier. Ganz laut. Seht ihr irgendwas Geistreiches? Es können Puppen sein, es können Hände sein, es können Geister natürlich an sich auch sein. Es kann, was kann es noch sein? Alles Mögliche. Niki meinte gerade, ein Schwibbelschwabbel. Hey Niki, bist du da? Guten Abend. Ein Schwibbelschwabbel? Ja, ein Klubschi, oder? Ja, aber wir haben doch neulich schon gemeint, die Schwibbelschwabbels, man kann es auch Schwibbelschwabbel nennen. Schwibbelschwabbel, hier ist gleich was. Ich sehe nichts mehr, nee. Aber man kann hier jetzt einen Seance-Kreis erstellen. Ich sehe auch nichts mehr, sind die schon alle weg? Geh nochmal runter. Wir haben nochmal ein Stockwerk oben. Schwibbelschwabbel, Rudi. Was müssen wir noch machen? Runtergehen, also weiter nach unten. Wir haben noch einen Keller, ja. Oh, da sind sie hier im Keller. Da sind die Schwibbelschwabbels. Bitte zu gehen hier. Die Musik aus hier. Hört ihr die Musik? Ist ein bisschen leise, ne? Ich höre halt leider gar nichts. Du hier, Jungchen, hier. Nix hier rumschwabbeln, ja? Nix dein Haus ist. Mach mal Sommerferien hier mit deinem Bruder hier. You know. Können wir trotzdem mal machen Seele anbieten? Wie geht das? Was passiert da? Dann kriegst du halt Tage abgezogen, ne? Oh, Periode meinst du, oder? Ja. Nicht? Lebenszeit! Echt jetzt? Ja! Oh nein, dann mach ich das aber nicht, du.
Habe ich doch vorhin zweimal gesagt. Das will ich aber nicht. Ey, du gehst mal, ja? Kriegst so, keine Zelle. Geh zu den Bären in den Wald, da störst du keinen. Sonst hole ich die Polizei, ja? Bären in den Wald, die armen Geister. Wir können mal weitersuchen hier noch. Oh, komm mal da links, da ist noch was. Da ist eine Puppe. Da ist eine Dahlia hier. Für mich sind das Annabelle. Die singen hier. Oh, jetzt bist du voll erschrocken. Was war das? Du wusstest, dass in diesem Ort spukt, aber einige Dinge scheinen einfach gruselig, egal wie man das sieht. Gruselfaktor. Ja, das ist ein Puppe. Ich kann die jetzt nicht wegmachen, weil er zu verängstigt ist. Ja, Rudi hat zu viel Angst, um näher ranzugehen. Oh no. Raspar, Raspar, hier, Hilfe. Jetzt gehst du doch näher ran. Mach dir ja nicht in die Hose. Mach mal so einen Seance-Kreis. Ich glaube, dass das auch hilft. Seance-Kreis erstellen hier. Will er ins Bett hier gehen, um sich, verstecke sich unter der Decke. Nee, nee, nee. Jetzt läuft er wahrscheinlich ganz hoch und dann wieder runter. Ja. Ah nein, doch nicht. So ist es doch, ist er das ganz Angst, dass er jetzt einmal ganz da oben läuft. Und so, machen wir jetzt einen Seance-Kreis hier. Ja, genau. Huberoi, Huberoi, Huberoi. Guido, sollen wir Guido rufen? Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Zeremonie machen wir, kommen wir mal eine Zeremonie. Aber da war auch dieses Symbol für die Karriere, also ich glaube, das bringt auch was. Guck mal hier, dieses. Na, guck mal. Ermittlungsfortschritt steigt ein gutes Stück an, wenn du erfolgreich bist. Das Pack kommt morgen raus, Chaos Parsi, um 19 Uhr deutscher Zeit. Hm. Ha, da ist jemand wohl ängstlich hier unten. Bettina meint gerade, der grüne Schwibbelschwabbel erinnert sie extrem an Slimer. Ja, mich tatsächlich auch. Hab ich auch direkt gedacht damals. Im Trailer schon so. Und die singen auch so. Na, 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 na. Manchmal nur. Schwibbelschwabbel. Jetzt ist er zumindest auch nicht mehr verängstigt. Guck, jetzt kannst du nämlich auch die Puppe dann wegmachen. Ja, das stimmt. Jetzt hat er sich hier konzentriert. Ne, da ist ja. Bombensicher wegen Merkmal Paranormal. Paranoid. Das Rufen da gleich weg, sonst latscht er wieder hoch. Es gibt doch nichts Besseres, als sich tief unter der Erde aufzuhalten und sicher von Beton umgeben zu sein. Also es ist so, dass die paranoiden Sims vom Merkmal her sich wohlfühlen in Kellern und sicher fühlen. Aber jetzt ist er wieder beängstigt, scheiße. Oh. Trinkt das was? Können wir dann alles vernichten mit dem Kreis? Klick mal oben über den Fernseher weg, weil sonst latscht er gleich nach oben wieder. Charu. Charu. Und? Weiß ich nicht, aber ich glaube, jetzt kannst du die Puppe wegmachen. Und Rudi ist saumüde, der fällt gleich um. Oh, der hat abgebrochen, weil er zu unwohl ist. Komm mal hier Nickerchen. Emotionale Aura aktivieren. Der hat nie auf die Bedürfnisse und deinen Sims achten. Nee, ne? Streichetag war grauenhaft. Oh, Simba. Oh, Simba, jetzt traue ich jetzt wieder nicht zu schlafen, oder was? Es kann sein, wenn er zu verängstigt ist, aber eigentlich... Komm, Nickerchen machen, komm. Bis wir fertig sind, jetzt ist ja die Zeit vorbei, scheiße. Ach nee, jetzt ist er erschrocken. Er ist nicht so, also ich glaube, die erste paranormale Ermittlung war hier ein Fail schon mal. Oh, das ist die Miss Knitteface. Wir kennen die Miss Knitteface noch. Anna Knitteface. Oh, wie toll. Aber eigentlich ist doch Agnes Crumplebottom. Ja, aber bei uns heißt sie Anna Knitteface. Jetzt bist du konzentriert, Rudi. Jetzt brauchst du nicht baden gehen, du. Jetzt, hier, komm mal. Gruselige Puppe entfernen. Komm da schon hin. Obwohl, wenn er runterkommt. Ah, schon wieder unwohl. Ach, scheiße. Und deshalb, liebe Kinder, achtet immer auf die Bedürfnisse eures Sinns. Ja, vor allen Dingen, wenn ihr paranormale Ermittler werdet, ja. Aber jetzt geht's. Unwohl. Das geht's noch. Er schleicht aber ganz schön da hinten hin. Oh Gott. Und der Geist ist rausgeflogen. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier nochmal den Klubschi fragen. Bitte geh mal. Klubschi, Klubschi. Hey, Klubschi. Arriba. Arriba, Arriba, andele. Woba, Squibs. Oh Gott. Woba, Squibs. Dabba wis, farbo, waname. Wabwaki. Ilak.
Ja, wir haben keine Zeit für ein längeres Nickerchen, weil unsere Zeit läuft ab, du. Aber. Hier wird, kann man. Bisschen kurzes Nickerchen hat Bettina hier geschrieben, ja. Mhm. Jetzt will er Schach spielen. Mit der Erna Knitteface. Kann man das jetzt eigentlich die Zeremonie weiterführen? Oder? Und guck mal hier, der Steven Rock. Oh. Was ist los? Was war das? Gruselfaktor. Ach, das kommt immer wahrscheinlich immer mal wieder. Ja, mach was! Ja, ich weiß, es ist halt meine Auftraggeber, ne? Ich bin ja hier der Geisterjäger für euch. Aber unten ist gar nichts mehr. Nee, unten ist gar nichts mehr. Aber gerade war dieser Moment, wo diese Melodie kommt, dieser Schock. Da ist wieder dieses Hingekotzte. Ja, nochmal eine Puppe hier. Ich glaube, jedes Mal, wenn die Melodie kommt, da kommt so ein neuer Scheiß da irgendwie. Und guck mal, hier ist diese Hand da auch. Ja, weil ich glaube, Rudi ist wieder zu... erschrocken, ja. Eieiei. Hasper, Fitsche, Fitsche, die läuft doch. Schnell aufs Klo, ich muss nochmal kacken gehen hier. Oh Gott. Oh no. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir verkackt, oder wie? Guck mal, die sind alle voll ängstlich. Können wir dann gleich tatsächlich mal sehen, was passiert, wenn man den Balken nicht voll hat, ne? Ja, vor allen Dingen, die haben einen Gothic-Shop in ihrem Haus unten drin, ne? Also ich weiß ja nicht, aber das ist ja mal auch schon ein bisschen, also so gruselig kannst du ihn eigentlich nicht sein, du. Cheatet ihn einfach kurz glücklich, aber so sehen wir jetzt, was passiert, wenn man es nicht schafft. Ja, ist auch nicht schlecht, oder? Vielleicht wird er dann gefressen oder so. Geht's ins Bett, weinen. Zudem auch noch. Oh, da ist schon jemand drin. Oh Gott, Rudi, zieh dich wieder an. Oh. Versteck dich unter der Decke, komm. Reg dich ab. Wollte der gerade echt ins Bett und da liegt schon jemand drin, oder? Ja, und dann hat er sich ausgezogen. Und er legt sich jetzt dreckig und ungeduscht in das Bett. Oh Mann, Rudi. Ja, Rudi ist immer unser Opfer hier, ne? Ja, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben nur noch eine Stunde Zeit. Nee, du müsstest duschen und alles. Du müsstest gucken, dass du die Bedürfnisse jetzt hochkriegst. Ja, aber hier sinkt schon jetzt dieses Erschrocken und vielleicht kriegen wir es dann jetzt gleich weg, ne? Dann, ja, noch 10 Minuten, 9 Minuten, das können wir schaffen. Das können wir schaffen. Wenn du jetzt runterläufst, dann müsste es vielleicht noch hinreichen. Die Ermittlung von Rudi endet hier. Ja, unsere Rechnungen haben wir auch noch bekommen. Ja, aber ich glaube, Geld ist nicht so das Problem. Schnell, Rudi, jetzt aufwischen, komm. Schafft da, glaube ich, nicht mehr. Wisch. Aber ich glaube, das reicht nicht, oder? Vom Fortschrittsbalken her. Wir haben da hinten noch eine Puppe. Die muss man nur drehen, die Puppe. Peggy kommt wieder. Ja, lass voll doch, du Nudel. Ach, du. Fällt dir was auf? Ja. Sie hat diese, da sind so braune Flecken, wie wenn sie im Matsch hingefallen wäre. Schnell die Puppe noch, komm, eine halbe Stunde erst noch schnell. Jetzt muss auch noch pieseln hier. Oh no. Schalt nie auf deine Sims achtest. Das ist echt. Komm! Und hat's gezählt. Yay! Auftrag abgeschlossen. Das war grad so, ey. Daumen nach oben hier, alle, die da sind. Gute Arbeit, Ermittler. Der Frieden wurde wiederhergestellt fürs Erste. Du hast Simoleons verdient. Du hast außerdem ein Belohnungsobjekt verdient. Zurück nach Hause. Sehr gut. Jetzt kümmere dich mal um das arme Kerlchen, wenn wir jetzt gleich zu Hause sind. Der muss mal duschen, der muss aufs Klo. Auf Rudis Verlass, oder? Auf Rudis Verlass. Der arme Rudi, ey. Was kommt hier für eine Melodie? Creepy WG, das sind wir wieder zurück. Hier, guck mal, das ist noch der böse Globschi. Gabe da bringen. Geister mögen nur Dinge, die liebevoll per Hand gefertigt wurden. Was sagst du? Lass den armen Kerl mal aufs Klo gehen und duschen. Ja, ich mach's schon. Und dann muss er ins Bett. Verwenden. Spülen. Habe ich das gemacht? Guck mal, da vom Geist die Treppe runter, das ist das Kind. Erfrischende Dusche und dann ab ins Bett mit dir. Ja, wenn du jetzt eine erfrischende Dusche nimmst, dann ist er energiegeladen. Das ist vielleicht nicht so die beste Idee, ne? Dann sinkt die Energie nicht so schnell, oder? Ich glaube, dann kann er nicht schlafen, oder? Wenn er dann energiegeladen ist. Ich weiß es nicht. Kannst eh nicht schlafen, ne? Kommen nur Geister hier. Aber jetzt haben wir bald wieder Tag, das ist schon mal gut. Und du spielst immer noch hier draußen Fähigkeit hier Level, ne?
Luna. Luna. Ich hab dann eben leicht und dann macht es hin und macht nichts anderes. Das singt sie. Jetzt kommt Bonhilda und freut sich. Singst du auch mit? Ja, Bonhilda singen hören. Aha. Aha, sagt die Aha. Ich hör's ja leider nicht. Die singen halt voll was anderes, ne? Duda. Das war fies, ich kann's nicht hören. Das tut mir leid, Joe. Oh nee. Ich dachte, über Discord kannst du auch hören. Lass mich mal kurz was probieren. Jetzt hört ihr gerade keinen Ton mehr, aber wenn ich dir direkt das Spiel schicke, vielleicht hörst du es dann. Ja! Sehr gut. Das passt nicht wirklich zusammen, ne? Nee. So much water, water, water. Fuck, ich schmeiß mich weg. Der hat auch eine tolle Singstimme, ne? Ach, die sind aber auch ein schönes Paar, ne, die zwei? Das ja, es, ich habe in der Pause so schon gelesen, wie wär's mit dem Baby von den beiden? Komm on, er hat jetzt extra aufgehört zu spielen, damit er ihr zuhören kann. Emotionale Achtsamkeit, ja wow, so lange hat er schon gespielt. Lieder singen. Wird noch Rockstar hier, oder? Ansonsten ist mal. Was singst du jetzt? Ich hab grad Freude daran. Du hast Freude daran, den Satzmann singen zu lassen. Ah, wieder das Gleiche. Das war halt ja nicht gehört. Das ist ja so ein Farmerlied, ne? Oder sowas irgendwie. Und die da drüben, na, la, la. Ist das nicht auch McDonald had a farm? Ja, irgendwie sowas. Ja. Oh Gott. Ach, Rudi, hast nie mehr hoch ins Bett geschafft, Mensch, du Armer. Und duschen war er auch nicht. Nee, du Sau. Kommst du nicht in meine Dusche rein? Duschen. Ah, oh, schon wieder erschrocken hier. Salem sitzt in der Mitte auf dem Teppich, du. Da bin ich mir auch erschrocken. Miau. Oh Gott. Ich mag keinen Kamin hier. Der hat Angst vor Kamin. Wieso magst du keinen Kamin? Ich glaube, der hat Angst davor. Ja. Wie kann man das nochmal machen? Shift-Tab, ne? Ja. Oh, nee, das ist Rudi, den wollen wir nicht. Nee, die euch wollen wir auch nicht. Das Kind auch nicht. Wo ist denn das Kind? In der Schule, oder was? In der Schule. Kann man das nicht mit den Tieren machen? Ich dachte, das geht auch mit den Tieren. Doch, das kann man auch mit den Tieren machen. Aber irgendwie geht es nicht. Ich schalte immer auf den nächsten Zimmer. Bonhilda hört sich gerade an, als würde sie gleich sterben. Oh, Rudi. Oh Gott. Wieso schaltest du hier auf Rudi in der Dusche? Oh. Was sind wir jetzt? Oh, das ist die Katze, glaube ich. Sag mal, weint der Sensenmann gerade? Hat der gerade geweint? Das ist die Katze. Guck mal, das sind die Katzenpfoten. Kann man mit der Katze nicht auch irgendwie laufen oder so? Wie war das denn? Hier hingehen und sowas? Katze kann sie nicht steuern. Na ja, stimmt. Aber da kriegt man so ein bisschen Motion Sickness gerade, ne? Ja, das ist wirklich... Wii, wii. Hat er geheult? Der heult! Niki, die Familie ist schon hochgeladen. Ich weiß gar nicht, dass die Katze ein bisschen rumspringt. Ah, da springt sie rum. Naja, gerade schleicht sie sich eher...
du jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Von Kamin zu Kamin, oder? Spring mal. Spring, spring, spring. Verstehe ich auch nicht. Ich verstehe nicht so ganz, wenn sie Kamine hasst, warum sie dann bei den Kaminen rumhängt. Was machst du jetzt, Katze? Nicht stören, der Pfütze wieder spielen. Ich sehe alles. Schleckt, glaube ich, die Pfütze. Oh Gott. Ich kann ihn nicht mehr rumdrehen irgendwie. Ich bin auf wie man es dreht und wendet hier. Ja, die guckt halt auf den Boden, ne? Kopf über. Oh Gott, was ist da los hier? Jetzt spielst du jetzt nochmal auf dem Rücken in der Pfütze wahrscheinlich, ne? Ach du Katze, du bist. Kannst du mal gucken, ob sie sich endlich hingelegt hat. Also ich finde, Bornhilda hört sich... Ah, oh, die schläft, okay. Ich finde, Bornhilda hört sich... Ja, dann wird sie gleich sterben. Bornhilda geht's auch nicht gut, ne? Du musst mal auf deren Bedürfnisse achten. Oh. Die ist ganz rot. Unwohl wegen Reden. Nee, alles gut. Guck mal okay. an. Okay. Aber sie mal, hat Hunger. Kannst du mal was kochen hier? Ah, die Katze ist auf der Theke. Makaroni und Käse, die von Rudi, kannst du noch fertig machen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen, dass die zwei ein Baby machen, Leute. Nee, ich glaube auch nicht. Die müssen sie singt antworten. So schön, dass der Sensenmann zu Tränen gerührt ist. Ich glaube, der weint eher, weil es so schrecklich ist. Oh, ja, du musst mal richtig schlafen, Rudi, Mensch. Komm, ab mit dir ins Bett. Jonas, möchte ich rüberkommen ins Green Family House? Nein. Der ist aber hartnäckig, du. Komm, wir mal auf zu singen. Ach Mensch, Sensenmann, komm, nimm deine Gitarre, wir gehen jetzt wieder zurück. Wieso bist denn du immer so, können Sensenmänner nicht irgendwie schlecht werden? Was, ob Sensenmänner schlecht werden können? Schlechte Dinge hier, Simstagram, Freundschaft anbieten. Oder kannst du mal die Katze erschrecken, ist bestimmt auch geil. Oh. Als Sensenmann? Ja, mal Katze. Mit Laserpointer streicheln. Auch schimpfend. Nee, unter gemein ist das, glaube ich. Nee, das ist, glaube ich, unter Unfug, oder? Erschrecken, ja. Erschrecken. Aber erst Freundschaft und dann erschrecken. Das ist dann doppelt gemein, weil man sie erst in Sicherheit wiegt. Guck mal, wie die Zinsen mir in der Treppen hochlaufen. Gascha fragt gerade, wie du das mit der Kamera gemacht hast. Das ist die First-Person-Kamera. Das ist Shift und Tab, glaube ich. Genau, Umschalt und Tab, richtig. Hey, du liebe Katze, komm, schnupper mal mein totes Händelein. Oh, der muss doch stinken, ey, wie so ein Zombie. Hey, du bist wie die Puppe, du. Hey, was du hier? Ich erschreck dich, bringt nur nichts. Katze ist voll unbeeindruckt. Ja. Ich geh schlafen. Da. Guck mal, Katze, hier gibt's Bällchen für dich. Wollknollbällchen. Schick mit Strick. Hey, ich mag den nicht. Ja, das verstehe ich. Ja, welche Katze wäre, würde ich denn auch nicht mögen. Vor allem, wo will er hin? Weiß ich auch nicht. Schon wieder trauern. Der hat, glaube ich, den gefressen. Ja, der ist ein Tänzenmann. Den zieht das magisch an, ne, glaube ich. Hast du Hapa gemacht für alle oder für wen? Ich glaube, sie hat nur für sich Hapa gemacht. Oh. Oh, die flackern wieder, die Lichter. Habt ihr das gesehen? Oje, oje. Aber um die Uhrzeit? Ja, das kann ja immer mal vorkommen, oder? Mittagessen servieren hier, Knoblauchnudeln. Was passiert wohl, wenn der Sensenmann stirbt? Holt dann ein Sensenmann den toten Sensenmann ab? Ja, der Bruder, dann gibt's einen Bruder. Hier gibt's, glaube ich, irgendwo Knoblauch. Dann kannst du frische Zutaten hier nehmen. Guck mal. Ja, Knoblauch gibt's da. Arnett ernten. Das ist mit der Katze loben. Nicht loben, das Viech. Das Fiese hier, leckt dir die Pfützen aus und kratzt die Möbel. Das darfst du nicht loben. Ja, Bornhilda ist halt nett zu Tieren. Ja. Guck mal, wie knochig die da wieder rumläuft, du, echt mal. Ah, guck mal, das ist Drax von Guardians of the Galaxy. Ja, geil. Holla. So. Geh zum Engel. Schnapp dir das Knoblauch. Sehr gut. In der Mitte gibt es auch noch mehr Pflanzen, ne? In der Mitte, wo diese Stadt ist. Das reicht, glaube ich, für ein Knoblauchnudelnmenü. Ja. In der Mitte hier? Genau, da stehen auch noch überall Pflanzen. Okay. Die Welt ist aus dem Vampire-Gameplay-Pack, ne? Nicht, dass ihr denkt, die Welt ist in dem Accessoires-Pack drin.
So. Rudi schläft noch. Er ist schon ziemlich weit. Guck mal, wenn du aufwachst, gibt es Knoblauchnudeln. Das macht denn unser Kind? Ist immer noch in der Schule. Ja, und die stinkt auch bald. Und Salem ist erschrocken. Entschuldigung, musste mal eben husten. Ja, macht nichts. Ich glaube, Salem mag die Puppe auch nicht, du. Ja. Wer lacht denn da so dreckig? JJ fragt gerade, aus welchem Pack die Haustür ist. War die nicht auch von Vampire? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich drauf geachtet. Die Haustür. Oder ist die aus Strangerville? Die ist aus Reich der Magie. Aus Reich der Magie. Die Fenster auch. Die, hauptsächlich hier alle Fenster. Die Tür ist aus Vampire. Yui-chan fragt gerade, ob Bonehilda von einem Vampir gebissen werden kann. Ich fürchte ja, weil sie eigentlich nur ein Sim mit einem Kostüm ist. Ja, das weiß man noch nicht so genau. Also ich kann das Kostüm auf jeden Fall nicht finden im Kasten. Nein, aber du kannst es ja ausziehen und dann ist sie ein normaler Sim. Also... Echt? Sie ist ein Sim mit einem Kostüm. Kann man die ausziehen? Haben schon ganz viele nachgeschaut. Kleidung ausziehen. Outfit ändern hat sie aber überall das Gleiche. Nein, aber du kannst im Kass kannst du ihr was anderes anziehen. Und dann siehst du auch, wie sie eigentlich aussieht. Und wenn man die Kleidung auszieht, dann ist sie auch nagisch oder wie? Also auch simisch. Mal gucken. Mach dich nagisch. Ja, tatsächlich. Guck mal. Wow. Sie sieht auch immer gleich aus, ne? Also sie ist nicht zufallsgeneriert, sie sieht immer so aus. Die hat aber auch noch ein türkises Outfit, gibt es auch noch, habe ich gesehen. Ja, das ist ja dieses normale Zimmermädchen-Outfit, was sie da anhat, ne? Knoblauchnudel. Der Sensenmann kommt. Gehen die auch den durch hört man sie schon durch? Gehen die auch durch sie durch, oder? Das weiß ich nicht. Müsste ja eigentlich, ne? Müsste ja eigentlich unten wieder rausfallen. Irgendwie schon. Rudi, jetzt gibt Knoblauchnudels. Nudels. Das Kind kommt auch glaube ich. Um drei. Rudi, es gibt Knoblauchnudels. Aufgestanden. So eine schöne Nachttischfigur, ne? Der Chat meint gerade, dass sie ja richtig hübsch ist. Wer, die Dahlia? Mhm. Nee, die Bonehilda. Ja. Mhm. Aber die bleibt so, wie sie ist. Ich fand das ein bisschen zerstörend. Das hat ein bisschen meine Simulation hier. Ja. Immer regnet es so. Und dann regnet es durch mich durch, du. Da bin ich gewaschen. Dahlia ist mit einem Schulprojekt nach Hause. Ah. Und was hast du da? Wo gehst du denn jetzt hin, Kind? Falsch gelaufen, du Troller. Da ist doch die Treppe. Sie hat das letzte Bild angeguckt, weil am Anfang des Bild wollte ich die Treppe hier hin machen. Wie hat sich das gemerkt? So, was hast du denn hier? Gleich mal das Kosmos-Ding hier für Teenager, oder was? Das kannst du machen neben der Dahlia-Puppe da. Kind wird traumatisiert, ey, wenn das in dem Haus da groß werden muss. Rudi, hast du jetzt deine Nudeln genommen? Komm, dann kannst du auch mal mit denen zusammensitzen, ja? Also was ich ein bisschen nervig finde, ist das Geräusch, was der Sensenmann die ganze Zeit macht. Ich finde das voll cool, weil das die Stimmung verhebt. So. Oder? Ja, wenn du das aber die ganze Zeit beim Spielen hast, dann ist es, glaube ich, irgendwann nervig. Ich habe heute extra auch nicht die dudelige Sims-Musik hier immer an, die ich sonst immer ausgesucht habe. Die dudelige Sims-Musik? Der Ruglalala, ich möchte vorbeikommen. Nee, wir warten heute noch auf den Guido, auf den Guidry. Mhm. Der macht mit uns. Stimmt, der kommt ja in der zweiten Nacht, ne? Die Umstyling-Challenge macht er mit uns. Genau. Hast du das Video angeguckt? Nein, ich konnte ja nicht. Weil wie? Ich kein Kanalmitglied Dings bin. Ja, ich kann stimmt. Das nicht angucken. Ach stimmt, ich dachte, ihr habt auch Zugriff, weil ihr Moderatoren seid. Shit. Aber ich kann euch da auch nicht manuell hinzufügen, das ist echt blöd. Kann ich nicht angucken, leider. Ich kann es nur privat machen und dann deine E-Mail eingeben, aber dann können es alle anderen nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mal zweimal hochladen, weil YouTube Klone irgendwie nicht zulässt von Videos. Geht der schon wieder schlafen oder was? Ach nee. Ah. Ding, ding, ding. Ich möchte mir so eine Rocker-Klemmerbude da oben irgendwie einrichten. Das wäre nice. Besser nicht, ob der Sensenmann das so gut findet, wenn er jetzt auf seiner Gitarre rumklampft, ne? Du warst gerade auf dem Kühlschrank, du Katze. Bonhilda kommt auch hoch. Die guckt Ding hier zu, angespannt. Mit den Nerven am Ende wegen schlecht gespielter Musik.
Das hatte sie beim Sendenmann aber nicht, ne? Ja, eben, ich sag dir, zwischen denen geht was, ey. Oh, die guck mal, wie sie die Fäuste ballt hier. Ah! Die mögen sie nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, Brunhilda fühlt sich schon sehr zum Sensenmann hingezogen. Du Fanu, du. Ja, aber wieso? Weißt du, Rudi ist schon so rücksichtsvoll und geht in irgendein Zimmer. In so sein voll Zimmer. Weit abgelegen. Ja, damit er dann da in Ruhe spielen kann. Da kommt sie rein und klingt meckert das Klo ja ihn cooler. An. Da ist noch gar kein Klo, doch, da ist ein Klo. Ich habe schon mal reingeplatziert, damit ich nachher noch weiß, was ich wo einrichten wollte. Sollen wir ein bisschen Baumodus machen oder wollt ihr noch ein bisschen Let's Playen? Weil da könnten wir nächstes Mal mit Guido dann starten. Der müsste ja irgendwann jetzt auch um nur 21 Uhr wiederkommen, oder? Ja, zweite Nacht eigentlich. Ja. Mal gucken, ob der kommt hier noch. Wollt ihr bauen oder wollt ihr ein bisschen noch Gameplay haben? Was wollt ihr haben? Bisschen bauen? Na, wir müssen ein bisschen vorankommen mit den Zimmern. Aber ich möchte euch auch euch so ein bisschen die Zimmer geben. Habt ihr Bock auf Brunhilda und für das Mädchen Zimmer einzurichten? Als Community-Projekt? Dann gucken wir die an von euch. Und ich suche mir eins aus. Ja, das wäre doch cool. Oder gleich auch noch ein Badezimmer mit. Bauen, bauen? Beschämt, wieso beschämt? Wegen Verletzung der Privatsphäre. Oh, wo bist du? Hast sie irgendwo reingelaufen, wo gerade einer duschen. Sie ist bestimmt beim Sensenmann reingelaufen, als der gerade am Duschen war oder sowas. Die Katze pennt auf der Theke. Ich wollte gerade sagen, Gott, ist die Katze tot? Nein, die schläft nur. Die lag da gerade so. Willst du einen Frosch essen, wenn du auch. Bauen wollen alle. Oh, du bist schon wieder draußen, Mensch, Sensenmann. Aber guck mal, das ist der alte Rudi, der aufgequollene ist. Das der aufgequollene Rudi, ja. Geld verbrennen. Sich wärmen, aber brenn deinen Mantel nicht an. Kindlein, du kannst mal hier... Die Abstimmung wurde beendet. Für die darstellenden Künste. Was? Was muss ich schon wieder machen? Die nachhaltig leben nachhaltig hier noch. Ist hier auch eine Umfragetafel? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, hier ist mein Du kannst, glaube ich, über den. Nee, du kannst über den Briefkasten abstimmen. Rockabella, vielen lieben Dank dir für deinen Support. Danke für den Superchat. Hallo. Dankeschön. Also, ich glaube, die meisten wollen bauen, ne? Die meisten wollen bauen. Ja, die meisten wollen bauen. Definitiv. Dann machen wir noch ein bisschen bauen hier. Ein bisschen bauen. Werden die hier auch bauen und. Ein bisschen noch, wie auf den Guido warten, den Guidri. Oh, guck mal hier, die freunden sich an. Ja, ich auch. Nur die Brunhilda. Brunhilda mag niemanden außer dem Sendenmann. Ja. So. Das ist schon irgendwie geil, als hätte man es geskriptet, ne? Ja, bei Nacht sieht es auch voll cool aus, mein Seahorse-Tisch. Ich finde diesen Vorhang immer noch so genial, mit diesen Bandles, Glamours wieder dran. Runterhängen. Ja. Okay, dann machen wir mal weiter. Auf was habt ihr Lust? Dann machen wir heute Rudis Zimmer. Das ist voll schwierig. Das ist voll schwierig. Ich finde ja, das Bett passt auch nicht so zu Rudi, ne? Ich wollte ihn so ein bisschen Glamour-Rocker-mäßig machen. Aber das Bett ist ein bisschen zu Glamour, finde ich. Echt? Ich finde das irgendwie gerade cool, weil das so glänzt auch durch dieses Metall. Ich frage mich halt nur, würde Rudi in so einem Bett schlafen freiwillig? Ja, wieso nicht? Weil ich das nicht glaube, dass ein Punk freiwillig in so einem Bett schlafen würde und das gut finden würde. Ja, aber das ist ja schon so ein bisschen auch rustikal, weißt du? Also so ist ja nichts Modernes. Und es passt zum Paranormalen, finde ich auch. Ja, das schon. Ich finde, es passt nur nicht zu Rudi. Ja, der ist ja nicht mehr obdachlos. Welches Bett wäre denn noch gut? Was haben wir denn noch? Die aus Vintage Glamour wären möglich, finde ich. Ist das ein Einzelbett? Nee, ist ein Doppelbett. Es sind zwei Doppelbetten und beide gibt es, meine ich, in einem schwarzen Swatch. Das könnte auch was sein. Aber das ist mit Gold, ne? Das will ich eigentlich nicht. Es gibt aber auch noch das andere. Das andere ist besser sogar noch. Das ist noch aber ein Stück auch nach, mit Gold. Noch ein Stück rechts. Nee, unten im Katalog. Ah ja, okay. Noch ein Stück nach rechts, dann hast du das andere schwarze. Nee, ich würde das andere nehmen. Ja, Bett. Ja. Aber das ist zu modern, oder? Das ist überhaupt nicht modern. Doch, weil das so geradlinig ist.
Ja, das finde ich ein bisschen zu modern, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir zu schlicht. Modern und schlicht. Was ist denn mit dem aus University, was dazwischen ist, also neben dem von Vampire? Gibt's da das habe ich gerade auch schon angeguckt. Das hat so ein bisschen dieses Muster wieder mit drin, aber ist nicht so pompös wie das Große, ne? Genau. Das ist halt auch eher schlichter, ja. Du willst es aber, glaube ich, schlichter. Ich finde halt, dass das Bett überhaupt nicht zu Rudi passt, wenn er da wirklich wohnen soll. Okay. Ich wollte den Rudi so ein bisschen mehr als Glam-Rocker spielen, so als Glamour, Wäscheglamour. Aber er ist halt immer noch ein Punk. Punk schläft nicht in so einem Bett. Ja, aber in so einem, oder wie? Nee, eigentlich auch nicht, aber... aber das finde ich langweilig, weißt du, wie ich meine? Das ist das andere. Nee, man kann es dir aber auch nicht recht machen. Du willst dieses andere Bett unbedingt benutzen. Nee, aber aus Mangel an Alternativen. Ich habe da auch lang beim Bauen überlegt, welches ich denn da nehme. Und die Kleinen, die sind mir zu klein. Und die Breiten, die Doppelbetten, die sind halt, das ist zu rustikal, die sind irgendwie zu langweilig, modern, das ist irgendwie 70er, das ist zu lauschig oder wie sagt man, ne? Rudi kann als Mensch nicht in einem Sarg schlafen, oder? Ist der überhaupt ein Mensch? Ich weiß, ich habe gar nicht geguckt, ob der ein Vampir ist oder ein... Ja, der ist ein Mensch. Okay. Aber ich glaube, er kann dann nicht in einem Sarg schlafen, oder? Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Nee. Ich glaube nämlich auch nicht. Weil dann wäre ein Sarg eigentlich noch ganz cool. Ja, das ist echt schwierig bei den Betten. Was ist ein Punk-Bett? Das gibt's nicht. Ich finde das so. Wir da gibt's brauchen auch ein so Punk-Accessoire. So Punk-Rocker-Gruppen. Punk-Rock. Die schlafen auch nicht in solchen Betten. Ja, doch. Die haben doch so ein bisschen prunkvoll, doch. Ja, aber ich finde das echt noch besser als das andere. Das ist so langweilig irgendwie. Ja, ist ja dein Haus. Also, ich meine. Wenn du das Bett behalten willst, dann behalt das Bett. Was sagt der Chat? Schlichter oder krasser oder... Das Vampirbett wollen viele. Vampirbett. Nee, nochmal hoch, nochmal eins hoch. Das hat der Sensenmann bekommen. Das habe ich nicht genommen, weil das hinten das Fenster so zustellt, komplett. Da geht das andere noch. Weil das andere ist zwar auch so hoch, aber das geht so schön schräg. Und dann sind da rechts und links noch solche Öffnungen da, ne? Und das dockt da oben irgendwie an. Ich finde das total toll. Ja, dann behalt das, wenn du das behalten willst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann das nachvollziehen. Aber aus Mangel an Alternativen fand ich das noch am besten. Weil das ist wirklich zugestellt, das Fenster. Das geht eigentlich gar nicht. Oh, ist schade. Und das hat auch der Sensenmann oben. Ich möchte ein bisschen Variation. Ja, gell, Farina, wir brauchen unbedingt so ein Punk-Pack. Finde ich auch ganz dringend. Stimmt, ne? Das wäre total cool. So ein... Das wäre super cool, vor allem kennst mit den Klamotten auch. Und, kennst du noch Teen-Style-Accessoires oder wie das hieß von Sims 3 oder Sims 2 oder wenn das irgendwas war? Nee, in Sims 3 gab es das nicht. Bei Sims 2 erinnere ich mich fast gar nicht mehr. Und was ist mit so einem hier? Das ist schon wieder so over the top, dass es fast funktionieren würde. Müssen wir natürlich die Lampen noch ändern und so, aber... Aber das ist schon wieder so over the top, dass es fast klappen könnte. Eher als das, was du eben hattest. Ich glaube, das haben wir auch bei... Nee, das haben wir gar nicht bei den anderen, weil bei ihr haben wir auch das Bett. Also das da funktioniert noch eher für Rudi, weil das hat was von britischem Schloss, finde ich. Ja, das hat was von elisabethanischem Bett in britischem Schloss. Mit Schlossgeist. Ich bin schon wieder zu blöd, um die Lampen zu verkleiden. Also das finde ich auch nicht schlecht. Das hat auch so einen Vampir-Touch noch, finde ich. Also, weil es ja seine Vergangenheit auch ist. Echt? Ich finde ja, dass die ganzen Möbel tatsächlich aus dem Magie-Pack eher so feenmäßig sind. Okay. Also ich bringe die mehr mit Feen in Verbindung, die ganzen Möbel, und nicht so mit Magiern, lustigerweise. Aber die Welt ist ja, auch so gebaut, ne? Mit Glimmerbrook und so, die haben schon... Mhm. So, wir gucken mal, was haben wir Neues im paranormale Phänomene-Pack, ne? Das kommt ja morgen raus, dann gucken wir da mal mehr rein. Da könnte man vielleicht nochmal, haben wir da irgendeine schmale Kommode, passt die da noch dahin? Weil die könnte man da natürlich auch noch reinstellen, ne? Würde ich auch so einen grauen Stil hier weiterführen. Weiß und schwarz, also so grau, schwarz, so in die Richtung. Ist auch nicht ganz schwarz, das Bett, das ist ein bisschen schade, aber ich denke, das funktioniert trotzdem noch. Ja, wir haben auch, glaube ich, noch ein anderes.
Aber das ist, ja, das ist zu blumig und so, das geht das ist gar too nicht. much, ja. Das geht gar nicht, ja. Das ist, ja. Das noch sehr gut. Die Tische habe ich auch genommen, weil es da am Rand so ist. Schlafsäcke gibt es nicht, nee. Leider, es gibt nur Zelte. Wir können auch Schlafsäcke gab es bei Sims 3. Diesen neuen Sekretär hier auch aufstellen, finde ich voll toll. Aber wir haben keinen Platz mehr, oh je. Wer kriegt einen Sekretär hier? Die Brunhilde hat das schon einbekommen. Brunhilde braucht dringend. Der Sensenmann braucht einen, der muss doch abrechnen hier. Ja, bekommt die Rechnung vom Sensenmann, der kriegt noch ein Büro, ja, das wurde auch im Chat geschrieben. Aufschreiben, wie viele Leute er getötet hat. Du bist auch gruselig hier. Wieso? Ja, der Sensenmann muss doch Buchhaltung machen. Also entschuldige mal. Ich meine, irgendwie. Ich mach mal. Der muss ja so tracken können, wen er schon umgebracht, also wen er schon abgeholt hat und wen nicht. Ich meine, stell dir mal vor, der würde vergessen, Leute abzuholen. Dann liegen die da ewig rum und fangen an zu stinken und dann haben wir so eine Walking Dead-Situation. Das möchte doch auch niemand. Deswegen muss der Sensenmann ganz dringend auf sein Zeug geordnet haben. Wen hast du denn? Rudi kriegt ein paar Pflanzen hier, ne? Also ich glaube, auch bei dem würden Pflanzen verrecken können in Sims, dann würden die bei ihm auch verrecken. Rudi ist mir sympathisch, das ist bei mir nämlich genauso. Ich habe voll den schwarzen Daumen. Rudi bekommt noch ein Bild von dem Guido hier rein, ne? Ja, von Johnny Depp. Genau. Johnny Depp, der ist cool, der passt farblich rein. Da gibt es auch schöne Bilderrahmen, muss man sagen. Da gibt es auch andere Farben noch. Die kann man gut kombinieren mit den Möbeln. Ja, und die Bilderrahmen passen zur Tapete, ne? Ja, so ein bisschen. Aber unten, das war ein bisschen schwierig hier, das da, das Blau. Weil da gibt es so ein, ich habe das mit den Lichtfarben dann gut hinbekommen, aber da gibt es so ein Hellblau auch noch und da noch dann so eins. Und das ist gar nicht so easy. Und das Blau, das ist, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Irgendwie komische Farbauswahl. Aber nicht so schlecht. Teppiche auch. Das ist auch was ganz Schönes, wie ich finde. Weil die Teppiche sind gar nicht so schlimm, wie man sich das immer denkt. Ne? Also das sind schon gute Farben dabei. Und auch ein paar ein bisschen mit mehrfarbig. Und der Golden ist total schön, ne? Für so orientalische Sachen. Schöne Türkistöne, Blautöne. Da gibt es auch verschiedene, muss man auch wieder aufpassen. Die sind sehr ähnlich und trotzdem irgendwie verwittert. Und vor allem hat der Teppich mal wieder eine geile Größe. Weil wir haben eine verwitterte Ding, ne, und eine normale, das ist auch mal ganz geil. Da gibt es nämlich den goldenen, dann gibt es noch den goldenen, der so ein bisschen verratzt ist. Und rosa genauso. Verratzt. Verratzt und zugenäht hier. Und dann gibt es noch diese bunten Varianten. Dann würde ich ihn aber in schwarz nehmen, glaube ich. Ja, witzigerweise, wenn grau ist, dann ist wieder blau. Soll das so sein? Ich glaube nicht, aber es ist wieder die Ehrheit, auch nicht. Ne? Ja. Ich glaube, dass das ein Fehler ist. Ich hätte ihn wirklich gern mal schwarz gemacht, weil ich sehe den echt so ein bisschen düster noch. Aber ich würde ihn in schwarz nehmen. Sollen wir den in die Mitte des Zimmers machen oder unter das Bett wieder? Ich würde ihn unter das Bett tatsächlich. Na, nee, guck mal, der klippt. Der klippt. Der klippt. Unterm Bett klippt er. Nee, dann muss er mehr so mittig. Also das ist ja jetzt gruselig, ja. Ja, das muss ist ja gruselig dann. Ja, machen wir das. Da kommt der innere Monk durch, der Teppich muss dann mittig. Wir können in die Mitte des Raumes noch so einen Tisch oder so stellen und da irgendwas Tolles draufstellen, wie so dieses Tablett oder hätte irgendwas. Rudi so ein Tablett in seinem Zimmer? Ein Teetablett? Nee, ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Ja, der wird sich, glaube ich, eher die Hand holen. Der wird sich eher so eine Hand hinstellen, ja. Oder die Horus-Figur in schwarz. Oder, Oh ja, die ist cool. Ich glaube, der wird sich eher sowas da hinstellen. Ja. So, jetzt kriegt er auch noch eine Macaroni an die Wand, oder? Ein schwarzes Macaroni. Ja, aber das ist halt so gar nicht Punker, ne? Wir machen ja heute Paranormale. Wir machen heute ja nicht Punker und nicht Obdachlos und auch nicht Vampir. Ja, aber es muss ja schon zum Charakter passen. Ja, ich würde auch mal die, wo ist jetzt die Lampe hin? Habe ich das irgendwo draußen platziert, auf dem Dach oder wo? Oh je, ich mache lieber mal rückgängig. Oh. Wenn man irgendwas platziert, dann ist es nicht da. Oder wir machen die seltsame Pflanze da auf dem Tisch in der Mitte. Das ist sogar fast noch besser. Ja. Oder da kommt ein Horus raus aus der creepy Pflanze. Dann machen wir den noch auf diesen Figurentisch nächstes Mal.
Machen wir mal mit Move. Sierra meint die Voodoo-Puppe aus dem Debug. Wenn du dieses komische Stammesding da stehen hast, übrigens, dann kommt der böse Geist nicht. Echt? Mhm. Ah, das wusste ich gar nicht. Hat zumindest einer von den anderen Game Changern gesagt. Paranormal Ermittler, Claude Renault, Duplantier. Tuck steht sogar da. Eieiei. Er lehrt besonders gemeine übernatürliche Wesen, besonders Temperance ab. Mhm. Und dann kommt die nicht. Also wenn ihr Temperance haben wollt, dann dürft ihr, glaube ich, diese Figur nicht im Haus haben. Es ist Temperance, es ist diese besondere der Spoilergeist, den man nicht verraten darf vorher. Was ist Spoilergeist? Also die spoilern doch selber. Also was willst du da groß spoilern? Spoilergeist. Ist halt ein böser Geist. Also da ist jetzt auch nicht so viel dahinter, du. Ja. Okay, und dann müssen wir die Schränke auch wieder wegmachen, dann passt es auch nicht mehr zu meinem Glamrock hier. Schade. Ja. Ich hätte Rudi in so einem Zebrastreifen Wollfell Jacke Ding gesehen irgendwann. Bitte was? Ja. Du machst mir gerade ein bisschen Angst. So ein Haut drauf. Rudi, ey. Ernsthaft. Ja, wirklich. Ich fände das echt cool. Weil der muss sich ja weiterentwickeln, die Figur. Der kann ja nicht so bleiben. Aber Rudi ist nicht Freddie Mercury, ne? Ja, doch, so in die Richtung. Wirklich, das ist ein sehr guter Vergleich. Muss ich mich echt sagen. Freddie Mercury war kein Punker. Das fände ich wirklich voll gut. Das fände ich echt voll gut. Ich weiß noch nicht, wo ich die Kommode hinstelle. Ich glaube, ich packe die da hin, aber ich packe die Tür ein bisschen weiter rüber. Das ja, ich wollte sagen, gerade mach die Tür einfach. Das geht hier jetzt Gott sei Dank einfach ein kleines Stückchen weiter. Und ob die Punk-Frisur noch sitzt, siehst du, wenn du in den Magiespiegel blitzt. Genau. Ganz wichtig, aber dass die Frisur mal sitzt. Dann können wir da ja noch auch die Horus-Figur. Julia meint gerade, dass das Spukhaus hat Rudi verändert und jetzt ist er Freddie Mercury. Ja, so ein bisschen muss er schon sich weiterentwickeln, wisst ihr? Also da kann nicht immer gleich sein. Das wäre ja langweilig. Ich mache das Viech mal größer. Dann ist es richtig hier. Das ist eigentlich nicht mittig. Kannst du jemanden erschlagen mit, ey. Voll. Ein Horus-Falke. Wow. Der guckt jetzt wirklich hier. Und er blickte stumm auf das Ding, wenn er gleich drauf springt. Ne? Aber stand Horus nicht auch für Weisheit? Der Rudi ist doch sehr weise. Zumindest ja, Rudi ist vollweise, du. Aber ich glaube, ich muss das mal sagen. Vollweise, der hat gar keine Eltern mehr, oder was? Oh, das war jetzt ein fieser Witz. Ja, wenn du sagst vollweise. Okay, Horus ist der Lichtgott und Beschützer der Kinder. Wer weiß das? Hast du das gerade gegoogelt? Ja, wird als Falke dargestellt. So, dann machen wir nochmal ein bisschen paranormale Phänomene. Wir gucken nochmal rein, was haben wir noch? Ja, der hat gar keinen Sessel oder so. Ja, wir müssen ihm, der hat diesen coolen, nee, ich würde ihm den daneben geben. Diesen mit den Nieten, ja. Okay. Das passt doch jetzt richtig gut. Der muss hier hin. Dass du so einen Stilbruch drin hast mit so einem alten Sessel auch. Ja, der passt zum Bett ganz gut. ich fand die so schön, die Möbel in dem Pack. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. In welcher Nacht kommt Guidry in der zweiten? Achso, ja, der kommt, genau, um 19 Uhr, nee, um 21 Uhr. Ja. Hm. Und Sierra meint, es gibt doch im Basegame dieses Regal, in dem man Totenköpfe sammeln kann. Das würde generell in das Haus passen. Du meinst dieses mexikanischen Day of the Dead oder was das war, ne? Ich glaube, ich nehme das noch und packe das hier hinten hin, statt dem hier unserem. Aber ich finde fast, dass das Guidry-Bild besser in sein Zimmer passt, weil ich glaube, Rudi ist so ein heimlicher Guidry-Fan. Okay. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben ihn ja hier, aber halt den anderen, ja. Ne, mit dem Hut. Könnte mir vorstellen, dass Rudi so ein bisschen, so den so heimlich so ein bisschen anhimmelt. Tisch des Zorns, was haben wir noch? Wir haben noch so ein Sideboard, aber es passt das Wissen auch voll, glaube ich, ne? Tisch hier. Ja. Ein Pelmchen. Ich würde zu voll stopfen, sonst wird es wieder zu viel. Ja, für Rudi, der ist ja auch eher schlichter getrimmt, würde ich mal sagen. Ja, da können wir bei Bornhilda ein bisschen mehr auflegen. Also diese auch sehr clean, die möchte ich sehr clean einrichten. Und das Mädchen dann so ein bisschen extravagant, Prinzessinnen, aber creepy, ne? Creepy, rosa, schwarz. Prinzessin, das ist so mein Thema. Warum müssen eigentlich immer alle Mädchen Prinzessinnen sein?
Ich finde es cool, weil hier passt es rein in so eine creepy Prinzessin in Dings, ja. Das finde ich voll geil. Dieses Ich wollte Zimmer. nie Prinzessin sein, ich fand es immer langweilig. Das ist ein bisschen überstrahlt noch, aber das kriegen wir noch hin. So, Bornhilda, was machen du? Was machen du? Bettina meint gerade, könnte man aus der Wahrsagerkugel eine Lampe machen, indem man unter der Lampe eine Lichtquelle macht. Gut, das probieren wir aus mal. Da sind schon creepy Leute unterwegs draußen. Man braucht sich gar nicht mehr verkleiden. Ah Ja, ne? ja, es ist halt hier Oh, das ist Rock'n Jonas. Hollow. Oh, ich glaube, der ist beschwipst oder so. Was Guck mal. hat der denn an? Ein Brightchester Outfit. Immer noch. Wie lange studiert der jetzt eigentlich schon? Der ist In Sims Professor seit jetzt, Mensch. 20 Jahre. Der ist Professor. Also ich glaube, das geht mit der Lampe, wieso auch nicht? Ne? Man kann ja alles ineinander setzen. Sollen wir mal ausprobieren? Ein Nachtlicht oder was nehmen wir? Die Kerze. Ja, die leuchtet dann halt so ein bisschen, ne? Also die wird halt angestrahlt, wie jedes andere Objekt dann auch angestrahlt wird. Nicht wirklich, aber so ein bisschen. Die Glühbirne. Eine Glühlampe im Ding. Die sieht wohl gruselig aus, wenn man das Das ineinander sieht jetzt setzt. aus wie so ein Alien-Vieh, ne? Ja, ist Guck so eine mal. Alienspinne oder sowas. Oh ja, Ah. so eine Headcrab. Ugh. Das lassen Und wir, wir das ist nennen gut. es Lamar. Was? Ich finde das wirklich, sieht aus wie so eine Spinne, die der mit den, die so Scherenfüße hat. Ja, die Headcrabs, kennst du die nicht? Aus Half-Life. Und Lamar war ja die ganz bekannte Headcrab, die so ein Professor halt als Okay, nee, Haustier hält. das ist mir nicht bewusst gerade. Half-Life sagt mir was, das erste, aber das allererste. Ja, Gordon Freeman. Und Da gibt es aber. halt diese Headcrabs. Und Lamar ist ganz cool. Ich glaube, die mögen sich echt, ne? Ja, Die ne? unterhalten sich ganz gut. Nur Klar, Bonehilde hat irgendwie ein Problem mit Rudi. Ich verstehe gar nicht, warum. Über Rechnungen beschweren hier. Du, wir haben ganz viel Simoleons und die tun uns trotzdem hier Rechnungen schicken, ja? Ich gehe mal wieder um die Straße. Siehst du, jetzt ist dem Sendenmann nämlich eingefallen, dass er auch noch die Abrechnung machen muss für einen Steuerberater. Das ist ja wieder Geisterlein. Deswegen geht er jetzt ganz schnell. Nee, der geht wieder trauern. Ich sag's dir, ey. Du Haben wir musst die diesen Kram da Blauen? wegpacken. Mädchen, lass dein Schulprojekt. Draußen geht die Party ab. Komm, wir haben doch kein Corona hier. Kannst rausgehen. Wahrscheinlich ist Bonehilda neidisch auf Rudi, ist glaube ich auch. Ich weiß nicht, die waren sich echt nicht so grün von Anfang an, ne? Hallo Die Mädchen. mochten sich nicht so. Schusch, Abib hier, ja? Also, du hast ja keine Miete bezahlt. Du kannst auch meine Rechnungen bezahlen, ja? Ich schmal dich gleich an mit meinem Farbeimer. Die hier voll erschrocken und die juckt gar nicht, ne? Schusch, Abim hier. Das heißt hier, husch dich weg, du. Aber warum? Guck Das mal, ging voll nicht gut, gut. glaube ich, Oh, gerade. Warum nee, der sind war die denn immer böse. draußen? Das verstehe ich nicht. Oh, ich glaube, der ist böse jetzt. Oh, Ja, glaube Scheiße. ich auch. Also es lief gerade nicht so gut, hatte ich den Eindruck. Wieso lassen die mich nicht schreien? Hör zu. Das ist schon krass viel Gameplay drin für ein Stuffpack, ne? Übel, ne? Dachte ich auch nicht. Aber die haben halt alles wiederverwertet, ne? Die Glubschis aus Ja, aber Schneeparadies, es die ist ganz viel Gameplay Ermittlerkarriere aus drin. an die Arbeit, die von den Polizisten. Das ist komplett geklaut, bisschen anders. Was ist denn jetzt los? Das ist sehr erschrocken. Gott, dieses Geräusch. Aber es ist schon sehr, also für ein Stuffpack, ich meine, im Endeffekt, wenn sie noch eine Welt dazu gemacht hätten, wäre es ja echt ein Gamepack, ne? Das ist sehr Also. erschrocken. Das ist schon sehr viel Gameplay, finde ich. Oh nein, mein liebes Ja, hör Mädchen. mal, wenn ich das Kind wäre, also die ist hier die tapferste von allen, du. Ja, du, Rudi ne? hatte viel, Das viel ist. mehr Angst die ganze Zeit schon. Du Wo kannst ist der jetzt. Die überhaupt kann schon ja zu wieder? den Kerzen wieder gehen. Wir haben ja extra Kerzen hier, dass man wenigstens im Erdgeschoss hier Die hat ihr unberührt bleibt. Schulprojekt immer noch nicht fertig gemacht, du. Aber ich glaube, du, die kommen gar nicht ins Erdgeschoss rein. Weil die. Diese Kerzen da sind. Ja, ne? Wir müssen die, glaube ich, oben in die Schlafzimmer machen. Wir die Schlafzimmer als Bastion irgendwie. Ne? Ich glaube, es Und. reicht auch immer eine Kerze pro Oh, die Raum. brennt Also. sogar ab, du, sehe ich gerade. Schitte. Ja Die klar, sonst muss wird es man ja auch keinen Sinn machen, erneuern. dass du die immer wieder neu kaufen kannst. Scheiße. Okay, dann kriegt jeder jetzt noch eine Kerze hier ins Ding. Ja, die leuchten von alleine so blau, das habe ich nicht gemacht. Dann kriegst du noch eine. Aber oh, das ist voll schön, das Licht, ne? Das ist voll so creepy Licht.
Und Sabrina, meinst du wegen dem Taggen im, also im Chat keine Auswahlliste? Nee, das kommt hier nicht. Das gibt es nur bei einem anderen Streaming-Anbieter. Tagging? Ist das Taggen? Taggen ist das Ding, dieses... Wenn du den Namen... nee, dieses Kampfspiel, oder? Tekken, genau. Ja. Das kenne ich doch. Das kennst du jetzt. Half-Life kennst du nicht, aber Tekken kennst du. Ja, das sind ja lauter Typen mit Oberkörper frei, deswegen wahrscheinlich. Ach Mensch, Sensenmann. Komm wieder rein, gleich kommt Gidri. Hoffe ich mal, dass der wirklich kommt. Ja, hoffe ich auch. Ich glaube schon. Zweite Mal. Sozialfähigkeit erworben. Was machst du denn mit Sozialfähigkeit? Nicht Rudis Zimmer hier einfärben. Du! Spionage bezichtigen hier. Oh nein, die haben doch eigentlich eine gute Beziehung. Mach das. Oh, Geist Gidri. Hallo, ich heiße Gidri. Siehst so aus, als könntest du etwas Hilfe mit deiner misslichen Lage hier im Spukhaus gebrauchen. Und zum Glück, da ich bin Experte auf diesem Gebiet. Und keine Sorge, bin ich ein guter Geist. Wieso redet Gidri eine Mischung aus Polnisch und Spanisch? Sul-Sul. Echt jetzt? War das eine Mischung? Ja, so ein bisschen. Sul-Sul. Da ist er ja schon. Geh, Mädchen, hier nicht darum hier. Oh, du Paranoid. Ich bin dafür, dass Gidri und Rudi eine Affäre haben. Was läuft denn da für Musik? Oh ja, wegen dem polnischen Ding, weil der Gidri gekommen ist. Oh Gott. Ah, du Kind! Was macht ihr denn? Jetzt kaputt! Die stehen im Zimmer und schreien sich gegenseitig an. Ich glaube, die sollten sich eher knuddeln, als sich gegenseitig anschreien, um das zu verhindern, ne? Wo ist denn der Guido jetzt hin? Guido! Ich weiß Guido. Es nicht, du hast ihn einfach gehen lassen und ich weiß nicht, wo er hin ist. Sensenmann hier. Rudi soll mit ihm reden, oder? Freundlich vorstellen. Ich bin dafür, dass die eine Affäre. Rudi und Gidri. Weil die mögen sich nicht. Ich habe am Anfang tatsächlich überlegt, ob ich einen Geist einziehen lasse, aber als ich dann erfahren habe, dass das Pack einen Geist hat, habe ich das wieder verworfen. Also einen NPC-Geist. Ne? Brunhilde habe ich dann mit reingenommen. Hola, bist du Wassermann? Ich bin Wassermann. Gidri. Wassermann. Weißt du, so... Erster Moment, Gidri und Rudi kennenlernen sich kennen. Was ist das Erste, was Rudi sagt? Bist du Wassermann? Ja, weil ich bin Wassermann von Sternzeichen. Deswegen. Hallo, René Duplantier, Gidri. Aber du kannst mich Guido nennen. Ich bin Experte des Paranormalen. Und helfe jedem, der meine Unterstützung benötigt. Mein gesamtes diesseitiges und jenseitiges Leben habe ich damit verbracht, den Unbekannten nachzujagen. Sag mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Jetzt bin ich fertig. Rika fragt gerade, kannst du die Geisterkatze vom Tierfriedhof einziehen lassen? Das könnt ihr ja machen, wenn ihr spielt. Wir haben schon eine Katze, die reicht auch, oder? Ich finde nichts zu essen. Du musst hungriger sein, um dies zu fragen. Hast du hier Tipps, wie man am besten lebt? Ja, geh zum McDonald's, dann bist du ja nicht mehr hier. Hallo, McDonald's? Haben wir einen in Windenburg? Oh Gott. Du bist schon wieder paranoid. Wie bekomme ich die Emotion im Base-Game? Meinst du die erschrockene Emotion? Zum Beispiel, wenn es einen Gewittersturm hat? Oder, ich glaube, wenn es brennt, sind sie auch erschrocken. Ne? Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Ganz ehrlich, genieße es einfach. Sammle Geisterbeute, kaufe Objekte in Belohnung ins Store, zerstampfe Puppen und wenn du dir ab und zu an die Lunge, wenn an den Hals aus den Hals schreien musst, tu dir einfach keinen Zwang an. Missgeschicke gehören zum Leben dazu, koste einfach alles aus. Aber sehr gut. Nein. Salem ist weggelaufen. Tja, um den hat sich auch keine Sau gekümmert, ne? Also ich meine. Hat sich kein Sim gekümmert. Er kommt vielleicht von selbst wieder nach Hause, aber wenn der Computer oder Telefon eine Suchmeldung aufgibt, oh nein, wir haben doch gut hier mit ihm gespielt schon.
Der arme Kerl hat wahrscheinlich seit 2 Tagen nichts zu fressen, du. Wo sind die Rechnungen bezahlen? Da müssen wir auch noch. Wo sind die, wo ist denn das Katz, wo ist denn das Tierchen jetzt? Das weiß ich gar nicht, wo das am Handy ist. Echt? Weil ich das so lange nicht mehr hatte, das bei Gott den Kindern. Guck mal da oben, nee, guck mal, geh nochmal daneben auf das Haus. Ganz oben, nee, Mitbewohner-Suchanzeige. Ich habe nur Suchanzeige eben gesehen. Geh mal weiter. So, da, Suchmeldung nach vermisstem Tier posten. Oben, oh, oben, hoch, 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 ja. Katzi weg. Sag mal, der Sensenmann macht genau 3 Sachen, ja? Zurück. Entweder er spielt Gitarre oder er trauert an dem Grabstein oder er flirtet mit Bonehilda. Was anderes macht er nicht. Salem, Riel, mein gerade arme, halb verhungerte Katze sucht ein besseres Zuhause. Ja. Die Suchmeldung von Rudi müsste bewirken, dass alle nach Salem suchen. Ja, der arme Salem. Oh je, der wird noch Rockstar, bis wir fertig sind mit ihm. Sind die Geister hier im Haus? Ja, oh no. Ja, guck, ja, jetzt sind sie drin. Das lag wahrscheinlich wirklich an den Kerzen. Okay, aber der Sensenmann kann ja jetzt seine Seele anbieten. Wie alt bist du eigentlich, Sensenmann? Aber guck mal, der ist immer grün. Irgendwas ist mit dem nicht normal, du. Ja, weil der natürlich, ich nehme an, das ist so bei dem, weil der ja eigentlich kein simlischer Charakter ist, ne? Also aber der, guck mal, der ist junger Erwachsener, du. Ja, aber der ist ja kein Sim in dem Sinne, ne? Aber älter wird er auch nicht, aber ich glaube, Bonehilda wird älter. Guck mal, Rudi auch. Bonehilda ist auch ein normaler Sim. Nee, die ist sogar Erwachsene, guck mal, die ist nicht mehr Ding. Der Sensenmann ist Was guck mal, jetzt schläft er schon bei Bonehilda im Bett. Ja. Oh, er muss weinen. Ich glaube, Bonehilda muss ihn mal trösten. Ja, weil der hat oben keine Tür zu seinem Zimmer, ne? Das ist ja, und Bonehilda muss ihn trösten. Das ist ja noch abgesperrt hier, das Zimmer. Ja. Wir können die mal nicht. Vielleicht kann er nichts anderes. Ich glaube auch, er kann nichts anderes. Du kann nur Gitarre spielen und trauern. Oder er hat keine Füße und deswegen kommt er nicht die Leiter hoch auf seinem Dachboden. Deswegen nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist, weil keine Tür drin ist. So. Jetzt geht er wieder trauern. Ja, du brauchst das, glaube ich, irgendwie. Ne? Also, so oft brauchst du. Du brauchst das. Oh Gott. Hilfe, es flackert wieder alles, Leute. Es flackert. Was war das? Hilfe. Oh Gott. Ich habe Angst. Diese Musik auch, ne? Was machst du jetzt hier, was Mädchen? Was ist das? Durchsichtig ist das. Ah. Und wieso räumt sie da auf? Ich weiß auch nicht, was durchsichtig hier macht. Und wer ist das? Durchsichtig ist ein Sim, den haben wir mal erstellt. Glaube ich. Oh. Ah. Oh Gott. Der Rudi, der Vampir-Rudi. Sein früheres Ich aus dem Paralleluniversum. Der Vampir. Okay, wir müssen dafür sorgen, dass der lebende Rudi und der Vampir-Rudi sich nicht sehen. Sonst haben wir wirklich so eine timey-wimey-wibbly-wobbly-Situation. Okay, dann lösen die sich beide auf, glaube ich. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, du. Blitzen. Komm, du machst mal Geister hier. Dr. Who, oh Gott, da ist der andere Rudi. Dr. Who würde sich jetzt furchtbar aufregen. Ja, jetzt ist Geisterstunde, das können wir jetzt halt nicht verhindern, du, ne? Checkst du dein altes, neues Zimmer ab? Tatsächlich ja, anscheinend, ne? Zukunftswürfel. Oh nee, das ist ein Zeitreisen. Hast du gesehen? Der Zukunftswürfel in der Hand. Oh no. Ist ja Geisterparty in Rudis Zimmer. Ja, irgendwie schon. Und alle bei Rudi im Zimmer. Durchsichtig. Da kommt auch noch so Rockmusik, ne? Oh Gott. Das ist so total konfus und durcheinander gerade. Und Bonehilda putzt den Scheiß weg vom Kind. Mobbt. Oh, das ist herrlich. Oh, wen mobbst du wieder, du? Oh, Mädchen, echt mal. Das wird ja eine Chaos-Staffel, du, mit euch. Oh, das ist herrlich. Mal gucken, wer zuerst stirbt, du, echt mal. Ah, schick Rudi wieder runter, Rudi darf nicht da hoch. Rudi, hast du den Geist verjagt schon? Du musst den noch verjagen. Komm, ich glaub, dass ich wieder sowas gibt. Was passiert jetzt? Ich habe Angst. Ich weiß es nicht. Da war schon wieder so irgendwas so hier. Wo ist denn eigentlich das? Voll erschrocken, du. Starr vor Schreck. Wegen Grundstücksmerkmal. Du kannst jetzt nicht mehr laufen. Der kann nicht mehr laufen. Der starr vor Schreck. Guck mal an, wirklich. Wo ist denn das Kind? Oh Gott. Ich weiß gar nicht. Kind, wo bist du? Ah, die schläft. Ah, da hinten sind böse Geister übrigens. Die schläft neben der Kerze. Aber ich hoffe, das Ding brennt uns nicht den Boden ab, du.
Ich glaube nicht. Ja, Geisterkerzen. Den Holz. Hinten beim Grabstein sind übrigens böse Schwibbeltrubbles. Hab ich gesehen. Der Star vor Schreck, der kann nicht. Der kann nicht. Der kann gar nicht. Krass, kann er sich da echt nicht bewegen? Nee, hey, Star vor Schreck, er bewegt sich jetzt nicht mehr. Das Haus ist. So okay, das ist witzig. Das ist aber ein witziges Detail. Star vor Schreck ist er hier. Eieieiei. Das ist ja er guckt aber eher so, als wäre seine Lieblingsserie gerade abgesetzt worden. Aber jetzt geht er ins Bett irgendwie. Das geht. Wenn er sich selber was überlegt, dann geht das. Ah, ja. Jetzt haben wir mit Gitri gar nicht geredet, du. Dahlia Dark schläft hier auch schon. Was macht der denn in meinem Haus? Oh, jetzt verschwindet er hier. Ah, du bist schon im Bett. Ah, okay. Hat er jetzt Bekanntschaft mit dem gemacht oder nicht? Nee. Ich hoffe nicht. Es wäre sehr rule-breaking, glaube ich. Nee, aber Lea kennt er noch hier und so. Ja. Diese Musik macht mich kirre hier. Ausschalten! Luftgitarre zu Metal spielen! Oh ja, das machen wir jetzt. Hart abrocken. Oh Mann, der arme Rudi, der darf auch nie schlafen. Der ist gar nicht so müde, guck. Der macht auch schon Luftgitarre, guck mal. Ja, zu Rudi passt das ja. Er ist aber ein bisschen zahm, ne? Mit Luftgitarre. Ja. News. News, News. Was will Hilda jetzt wieder hier oben, ey? Zamboom. Metall soll kraftvoll und laut sein. Rainbow, yeah! Oh Gott, das ist ein Chaos-Haushalt, ey. Aber das ist cool mit den Geistern, ne? Da macht's nichts aus, wenn die durcheinander gehen, du. Schon wieder Zukunftswürfel aus. Wo hat der denn jetzt? Ist das wieder dieser Bug, dass die alle unendliche Zukunftswürfel in ihrem Inventar spawnen, oder ich was? Auch. Oh Gott, der war doch schon erledigt. Weiß nicht, ob die Musik irgendwie geschützt ist. Ich mach die lieber mal aus. Falls ihr jetzt keinen Ton gehört habt bis hierhin, dann musste ich diesen Part stumm schalten im Nachhinein. Weil ich nicht weiß, welcher Teil von diesen Spionage bezichtigen. Frage ist, wie lange willst du denn noch machen? Weil es ist 9:45 Uhr. Ja, wir machen bald Schluss. Ja, hätte ich auch gedacht. Ich möchte noch mal gucken, was kann man mit Gitri machen? Ich habe möglicherweise meine Seele verkauft. Okay. Ja. Warum bist du hier? Das ist auch mal interessant, oder? Ich kann ich mal meine Rock-Ding halt da auslassen, Mensch? Dieser Tutorial-Geist. Ja, der andere Rudi, glaube ich, der das immer anmacht. Ich bin ein Tutorial-Geist. Wieso bist du eigentlich da, du? Wer ist denn in meinem Bett hier? Naja, falls es dir nicht sofort aufgefallen ist, ich bin ein Geist und Geister müssen irgendwo spucken. Das ist ein Mann! Wir wollen hier mal alle zu Rudi ins Bett. Können wir das mal einer erklären? Das ist schön kuschelig wegen den Kerzen da, glaube ich. Wenn ich hier rumgeistern darf, helfe ich dir mit paranormalen Geschehnissen in diesem Haus. Eine Hand wäscht die andere, du verstehst. Aber wenn du genug vom alten Gitri hast, verhindere einfach in der seltsamen Handstatue, dass du vielleicht schon gesehen hast, dass ich erscheine. Ich werde keinen Ärger machen und auch keine Fragen stellen. Ich gehöre zu den Guten und verstehe, wenn du Zeit für dich brauchst. Alle ängstlich, ja. Ach schön, Leute, das freut mich, wenn ihr das lustig findet. Krasse Klänge, weil Metal gehört hat. Guck mal hier, die schreien alle hier unten bei der Nachricht auch. Schüttel deine Art, schreit dir die Lunge aus dem Hals und stricke einen Pulli, wenn du hörst gerade Metal. Ach schon, stricke einen Pulli, ganz wichtig. Ja. Oh, Sabine. Sag mal, dieser Sensenmann, also der ist süchtig, ne? Der hat ein Problem. Der hat echt ein Suchtproblem. Ja. Man muss da mal intervenieren. Du kannst da hinten diese Geist-Alliance hier verjagen mal. Was passiert denn, wenn der seine Seele anbietet? Hässlich, das Viech. Du hast ihn gerade gesehen, wie der rumschreit. Ja. Kann der seine Seele anbieten, der Sensenmann? Geht das eigentlich? Ja. Hey, bist du mit dem Zug gekommen?
bist du mit dem Zug gekommen? Hast du genug Gemüse gegessen oder wieso bist du so aggro? Vielleicht ist es auch ein vegetarischer Geist und er kriegt hier nichts zu essen. Guck, er will Pizza. Kann ich total nachvollziehen. Das ist voll gruselig. Oder er mag keine Pizza? Okay. Komm, wir gehen wieder. Wir tun so, als wären wir gar nicht da gewesen. Nichts passiert. Eisenhut. Der hört sich so ein bisschen an wie Darth Vader, ne? Ja, ja, ist schon so. Diese tiefe Stimme da. Und Hilda, was machst du denn? Zoe fragt gerade, woher kommt der Metal-Sender? Der kommt mit Schick mit Strick. Die flirten, du, der ist schon kokett hier. Was soll das? Du sollst mit Rudi flirten, nicht mit Bonhilda. Bonhilda soll mit Sensenmann, Baby, oder? Ja, absolut. Bonhilda und der Sensenmann. Schippen in die Wolken zu schauen, das ist auch geil, oder? Bonhilda und der Sensenmann sind OTP und so. Was will das Kind? Holst du mich Amma, wenn ich groß bin? Nee, dich doch nicht. Wenn du alt bist, dann. Ah, das ist schon lang her noch. Kein Problem. Oh, guck mal. Irgendwann muss jeder sterben, außer ich. Ach, das ist aber gemein. Irgendwann muss jeder sterben. Das ist jetzt aber nicht aufmunternd, du. Das ist aber der Sensenmann. Was soll er da aufmunternd sein? Musst du pieseln? Geh mal pieseln, komm, Kind. Ab auf Klo mit dir. So, guck mal zusammen in die Wolken. Oh, ich sag doch, die sind voll OTP. Das ist doch niedlich. Oh, guck mal da, da gibt es ganz viele Sterne. Musst du mal einen Screenshot machen von den beiden. Gibt's da Sterne? Nee, da gibt's keine Sterne, du. Außer wie Stark. Screenies, aber guck mal, Bonhilda freut sich voll. Ja, ich finde Bonhilda cool. Bisschen knochig, aber cool. Sterben die Sims, wenn sie ihre Seele opfern? Wenn du das zu oft machst, dann sterben sie an Altersschwäche, ja. Wie viele Tage verlieren die mit Seele? Ich glaube 4. Also je nachdem, auf welcher mit welcher Altersspanne man halt spielt, kann das hässlich werden. Schlampe arbeiten? Nee, du sollst hier... Wieso macht das hier keinen Spaß? Daniel, es ist immer noch vor 22 Uhr. Was? Schlampig arbeiten? Steht doch da. Mhm. Wieso macht es ihr keinen Spaß? Das muss doch gehen. Macht die Frische. Die Schulprojekte machen, glaube ich, nie Spaß. Ich weiß nicht, ich habe eine Mod dafür, dass es Spaß macht. Deshalb glaube ich, wir müssen ihr noch was mit ihr noch was. Wo ist die Katze? Ruf mal die Katze. Du musst jetzt zurückkommen mal. Such mal die Katze. Können die Kinder Katzen suchen gehen oder so? Das wäre mal schön gewesen, ne? Nein. Die Kinder können keine Katzen suchen. Oh. Außerdem ist es 7 Uhr, keine Ahnung was, die muss eh gleich in die Schule. Spiel mit der Pflanze. Und die hat noch nichts gegessen. Spiel mit der Pflanze, die ist cool. Das ist hier so voll Kindesmissachtung. Nee, die sitzt zur Schule, guck mal. Sie soll froh sein, dass sie zur Schule gehen kann, das können gerade viele nicht. Ja, und sie hat nichts gegessen und sie hat keinen Spaß. Die haben dort eine Mensa, das füllt sich auf mittags. So, wir gehen wieder rein hier synchron. Oh, ich Salem muss ist immer noch beleidigt, schreibt Rika. Ich glaube, Salem ist immer noch beleidigt, ja. Du musst ja echt aufs Klo. Kannst du dann dem Stehen pinkeln, wenn du hier so knochig bist? Ja, wie ein Champion Pieseln. Das bringt auch nichts, weil du hast ja gar keine Blase, wenn du knochig bist. Die Frage ist gerade, wenn du noch ein bisschen weiter streamen möchtest, ob Niki für mich einspringen will. Nee, wir machen gleich Schluss. Wir machen gleich Feierabend. Ich muss morgen auch raus. Nee, musst du jetzt wegen mir nicht machen. Ich sag nur, ich werde nicht mehr so lange machen. Nee, wir machen um 22 Uhr Schluss. Letztes Mal haben wir um 22 Uhr angefangen. Naja. Wann war das? Am Freitag? Freitag. Und heute machen wir um 22 Uhr Schluss. Falls ihr noch mehr zum Pack sehen wollt, da gibt es ja extra Videos hier im Channel. Es gibt ein Speedbild. Es gibt ein Vorstellungsvideo, die Trailer-Analyse, das Let's Watch Together Live. Oh. Und natürlich jetzt hier auch das Gameplay. Also ich glaube, ihr seid versorgt für morgen für den Release. Aber du musst im Gameplay, also wenn du dann eine Gameplay-Staffel draus machst, du musst Bonhilda und den Sansemann zusammenbringen. Hm. Das ist voll OTP. Und die Bettenaufteilung, die haben die immer noch nicht so richtig
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das nicht geht, weil die vom Spiel halt nicht als Sims registriert werden. Aber die sind doch Sims. Ich meine, bei ihr geht's Der ja auch. Sensenmann definitiv nicht, nein. Ja, das stimmt, die können nicht zugewiesen werden. Salem ist zurück! Juhu! Salem! Und hat sein Geschenk mitgebracht. Du, Und der der ist gar nicht stinkt. weggelaufen. Guck mal, Der ist krank. er hat Flöhe und er stinkt. Willkommen heißen. Komm, komm, komm raus aus der Schule, ja. Dein Katzi ist zurück. So, Dali ist für heute mit der Schule fertig. Sehr gut. Guck mal, deine Daniel Katze ist Sims da. geht es immer so gut, das ist schon Kult. Ja, ich schimpfe ja auch immer, weil er sie nicht aufs Klo Ding, ding, gehen ding, ding, lässt. ding, 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 ding. Ja, aber auf Klo gehen ist ja langweilig. Wir wollen ja spielen. Dann musst du sie halt immer glücklich cheaten. Das ist dann Nee, einfacher. muss ich nicht. Ja, das ist dann auch blöd, ne? Du musst aber halt mal ein bisschen auf ihre Bedürfnisse gucken. Katzi ist zurück. Katzi. Der haut gleich wieder ab, wenn du ihn weiter Katzi nennst. Oh, du stinkst aber wie die Sau. Ich brauche einen Fernseher in Die dem Haus. erschrecken direkt. Der arme Kater ist gerade erst zurückgekommen und sie will ihn direkt wieder Ja, erschrecken. wir haben doch ein böses Mädchen, das angespannt ist. Ja, dann darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn er wieder wegläuft, ne? Echt Würde jetzt? ich auch, Laufen wenn die ich weg, Kater wenn in dem man. Haushalt wäre. Nee, ich glaube, die laufen nur weg, wenn man nicht das Fresschen auffüllt oder so. Guck, die ist voll pisst. Oh, Entschuldigung. Wo rennst du denn jetzt hin? Wo bist denn du jetzt wieder, Salem? Du warst aber schnell. Ja, der ist geflüchtet. Wo ist denn sein Fressen? Du musst jetzt was essen, weil du nicht bei der Mensa warst in der Schule. Was haben wir denn noch? Gar nichts. Nicht toll. Also, Bonhilda, das ist ein schlechter Service hier als Ja, Hausmädchen. die ist die Brunch. ganze Zeit mit Flirten beschäftigt. Brunchen hier. Wir machen eine Caprese-Salate. Oder nee, wir machen doch, wir haben doch Pfannkuchen. Nehmen wir Pfannkuchen. JJ fragt gerade, was in dem Geschenk von Salem drin war. Ich glaube, das werden wir nie erfahren. Der kann kein anderes Lied, Ja, kann ich das sein? glaube auch, ne? Aber Level 3 schon erreicht. Oh, guck mal, die Katze ist schon wieder da. Du brauchst nicht traurig sein. Der Sandmann kann nur Du Old brauchst nicht MacDonald had a farm traurig singen. sein. Willkommen heißen. Katze, bleib mal stehen. Willkommen heißen. Guck mal, da ist sogar noch Fresschen da. Wie, aber nichts Ist mehr das noch hören. gut? Weil eigentlich müsste das doch schon stinken. Nee, das ist gut. Stinkt Fresschen Okay. überhaupt bei Tiere? Ich Ja, bin immer so schnell leer, dass ich das gar nicht. doch, die können auch anfangen, also die kriegen dann halt auch so grüne Wolken, ne? Kann Bornhilde eigentlich schwanger werden? Ja, kann sie. Kann Babys haben mit Bornhilde. Aber das sind dann keine Skelettbabys. Also Bornhilde ist ja ein normaler Sim. Schön wär's hier. Ja. Sag das nicht so oft, du zerstörst meine Ja, Simulation Entschuldigung, hier. es ist aber halt so. Pfannkuchen, kommen Sie alle Wieso? zum Essen. Abschiedsessen für heute, Wieso bitte. ist denn Rudi jetzt so traurig die ganze Zeit? Ja, weil der noch nicht weiß, dass die Katze wieder zurück ist. Jetzt weiß er's. Hab du ihm Salem-Freundschaft geschlossen? Ja, der hat die ja gerade auch hier gefüttert. Wolltest du gerade gefressen sagen? Ja. Hat die Katze gefressen? Wo ist der Sensenmann? Da kommt auch Ah, da noch kommt er der. angeschwebt. Oh, die Katze mag, glaube ich, die Puppe wieder nicht so, ne? Mann, Ja, das diese wundert mich blöde gar nicht, Puppe. du. Deswegen bist du weggelaufen, glaube ich, ja? Hinten steht immer noch Lamadi Ja, oh, das ist echt. Headcrab. Ein Ball war im Geschenk. Ach so, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ein Hund und ein Knochen oder irgendwie sowas. Ein Hund und ein Knochen. Gib dem Hund einen Knochen. Salem einen Ball geben, da kannst du dem dann. Dem Salem kannst du den Ball geben da, ne? Auf dem Ladebildschirm steht immer, ich will keine kostenlosen Kopfhörer, aber wo finde ich die? Die kommen mit dem Fitness-Accessoire-Pack. Die Kopfhörer. Also wenn Ja, man dann das ruf dich. Fitness-Accessoire-Pack nicht hat, dann hat man auch die Kopfhörer, die Aber Ohrhörer. letztens habe ich irgendwas gelesen in den Patch Notes, dass sie das gefixt haben, dass die so oft da anruft, die Droller und dir Kopfhörer aufschwatzt. Ich kriege immer noch bei jedem Sim welche. Ich meine, ist ja, ich verkaufe die immer, ne? Ist was geil. Oh, guck mal, die freut sich voll. Also die Tiere haben sie schon echt fantastisch hingekriegt, Übel, ne? ne? Das ist voll gut.
zu lachen, da wackelt schon wieder die Maus. Dann muss ich noch mehr lachen, weil die Maus wackelt. Mäh. Geh boxen, Katze, komm. Ich bin voll verliebt in Salem. Ich auch. Guck mal, die verstehen sich mittlerweile auch schon. Aber ich glaube, Chris geht ins Bett. Ah, nee, ja. Ist ja vor 10, der geht nicht ins Bett. Wir machen jetzt Feierabend auch. Vielen lieben Dank fürs Moderieren, Chris. Ja, danke euch hier auch, Niki und wer. Niki natürlich auch, ja. Wenn ja. Wir jetzt allgemein Schluss machen. Niki war heute auch dabei. Wer war noch dabei? War Sayo da? Rose war da. Ah, okay. Rose war vorhin da. Hab ich gar weiß nicht, gesehen. Ob sie noch da ist, oh, aber no. Sie war da vorhin. Oh no, hab ich gar nicht gesehen. Ja, Farina, gute Nacht dir. Daumen nach oben, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat heute. Wir gucken mal, wie wir das fortführen, ob wir das vielleicht auch live fortführen. Dann spielen wir zweimal die Woche live oder so. Oder einmal die Woche. Bis zum nächsten Pack ist es noch lang. Morgen kommt erstmal Paranormale Phänomene raus. Und ja, dann speichere ich mal. Machen wir Pause und speichern, bevor ja noch irgendwas Schlimmes passiert. Und dann gucken wir uns nächstes Mal weiter das Gameplay an. Wir müssen ja auch mal noch die höheren Stufen machen der Geisterjagd, oder? Und wir müssen noch fertig bauen. Und die Story unseres Sims. Genau. Ja. Dann machen wir nächstes Mal vielleicht ein Community-Projekt oder so, wenn ihr alle das Pack habt. Ja, und wir müssen ja noch Babys mit Bornhilda machen. Ja, das sollten zu alle viel. Sehen. Das machen wir noch. Vielen lieben Dank euch. Guckt euch das Speedbild an, falls euch das Haus interessiert, wie ich das gebaut habe und was ich mir dabei gedacht habe. Und gute Nacht. Noch eine schöne Restwoche, will man ja nicht sagen. Ist ja erst Dienstag, aber... Heute ist Montag. Ja. Oh, und ich glaube morgen... genau, aber morgen ist ja erst Dienstag dann. Ne? Dann die Restwoche ist ja nicht mehr so lang. Ja. Morgen kommt, glaube ich, das Mehrgenerationenhaus, habe ich zumindest auf dem Plan gesehen, oder? Hier auf dem Sendeplan. Zum Release kommt mal non-paranormal. Ja, bis dann. Danke euch. Schönen Abend euch noch. Ciao. Daumen hoch. Dankeschön. Tschüss.